im Großen und Ganzen habe ich halt wirklich schon viel auch mit Mobbing und sowas alles zu kämpfen gehabt. Oh, okay. Aber schon, also nicht nur Schule, sondern auch Hof. Also dann auch Schule, ja, Hof, dann ist Hof, es. Hof, zu Hause, Schule, also so 24/7? Ja, bei mir war ganz krass, Alter. Oh, okay. Bei mir war ganz krass, Alter. Ich bin nach Hause gekommen, Alter. Vater, wie gesagt, lockere Hand mir gegenüber, Mutter gegenüber. Oh, okay, beides, ganz, ja. Ganz heavy, Alter. Ja, wie gesagt, ich habe mit 11 halt angefangen mit dem Kiffen so. Hab dann halt wirklich straight durchgezogen, bis ich 21 war. Zwischendurch habe ich dann natürlich auch irgendwann angefangen mit dem Ticken. So, das ist dann halt, blieb dann halt nicht aus. Ja, musst du es ja irgendwie finanzieren. Irgendwie finanzieren, so Fuchs. Oh, angefangen, wirklich? Ja, ich habe okay. angefangen zu rappen, habe ich mit Fuchs. Alter. Okay, auch nice, auch neu. Ich mag es, wenn ich so neue Sachen erfahre. Also ich habe Momente gehabt in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt sterbe, dann ist das Ding durch und es ist gut. Dann habe ich diese Scheiße nicht mehr auf meiner Seele. Von den Straßen Berlins bis egal wohin. Ist egal, ob es schneit oder regnet. Komm aus der Ecke Mainz, ist egal, wo ich bin. Echt, da geht's nicht, wenn du mir begegnest. Yo, neue Folge, echt, da geht's nicht. Rako Panzer back in the building. Yes, baby. Es ist ein Comeback. Don't call it a comeback. Weißt du, warum ich das sage? Fun Fact? Erzähl. Mein allererstes Interview. Echt? Wirklich. Das erste Interview haben wir zusammen gemacht? Ja, hier, weißt war du? Das hier noch? Nein, das war Twitch. Das war ein Stream. Wann war denn das? Das ist der erste Rapper, den ich interviewt habe. Das weißt du gar nicht, ne? Nee, Alter, erzähl mal, wann war denn das, Alter? Ja, erinnerst dich nicht mal dran, wa? Hat er schon so viele Interviews gegeben. Sorry, Tier, du warst nur einer von vielen, ja. Abgehoben. Soll ich dich erinnern? Ja, erzähl mal. Es war im Empire in Moabit. Ich hab den Vlad gemacht. Ich wollte eigentlich doch, da wollte ich schon Interviews machen, aber so undercover, so im Hintergrund. Ich bin nicht in die Kamera gegangen. Guck mal, wie sneaky er gemacht. Ja, ich hab so, du hast in der Kamera und ich hab so meine paar Battle-Fragen gestellt. Eigentlich haben wir einen Recap gemacht. Mit Liquid Walker und MC Devo. Zu Clap und Finch. Ach so, ja, das Ding. Okay, alles klar, ja, gut. Genau. Das war das erste Ding, wo du dann, weil, wer ist denn da ausgefallen? Da ist irgendjemand ausgefallen gewesen, ne? Nein, Liquid ist nur früher abgehauen. Weil ich meine, warum du das Format dann so interviewmäßig gesteuert hattest, war nee, gar nicht. Es war hauptsächlich das Recap, worum es ging. Wir haben eigentlich Recaps gemacht halt. Ja, ja, na klar, weiß ich ja noch. Das Ding Finch ging klar. Ja. Genau, und dann haben wir, ich glaube, relativ spontan oder irgendwie hatte ich halt immer, ich mag halt Vlad TV und so und ich dachte halt so, ey, Rapper im Vordergrund, ich will gar nicht so als Interviewer auftreten, aber irgendwie, glaube ich, konnte keine andere. Ja, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Und ich glaube, ein paar Leute so haben meine Stimme dann halt erkannt, dass ich im Hintergrund, ich dachte, da kann man vielleicht noch ein bisschen tricksen oder so. Aber ich war halt eher im Hintergrund, man sieht mich halt vor Kamera nicht, aber stimmt, so Alter. Die ersten Fragen, die ich an einen Rapper gestellt habe, on cam. Und wie war es für dich? Es war ein Entjungfuchen. Da habe ich gesagt, ich will's tun, immer wieder. Naja, ich meine, es ist ja so stufenweise gewesen. Natürlich habe ich vorher schon so ein bisschen diese Match-Interviews gemacht und sowas, ne? Jetzt, wenn es ums Match ging, also es war jetzt so. War ja nicht ein ganz neues Land so für dich. Ja, und vor allen Dingen hat mir gefehlt, glaube ich, die Art und Weise, wie, weiß ich, vielleicht ist es so ein Macher-zu-Macher-Ding. Früher gab es immer so dieses von der Straße für die Straße. Lass mal von Rap für Rap machen oder so. Das ist ja auch das Ganze mit diesen ganzen Medien und sowas alles oder diese ganzen Industriegeschichten und sowas alles. Diese ganzen Leute, die im Endeffekt für Hip-Hop die Fäden ziehen, haben gar keine Ahnung davon. Mhm. Genau, genau. Und deswegen ist es schön, dass Menschen wie dich gibt. Deshalb, also, ja, also, dass sich das vermischt halt ein bisschen, glaube ich. Theorie, Praxis und so weiter halt, ne? Dass man so ein bisschen aus beiden Seiten das so beleuchten kann. Und damals, das Interview war ja, ich sag mal so ein halbes Interview, weil es waren so zwei Teile, glaube ich, die wir zumindest online gestellt haben. Ja, ich glaube, es waren zwei. Ja. Und es ging ausschließlich um Battle halt, ne? Ja. So, es war ja auf dem alten Rapper-Mittwoch-Channel halt, ne? So, und ja, deswegen, heute hätte ich ein bisschen mehr als Battle-Rap-Fragen. Ja, korrekt, lass uns. Und ich mag ja, ich bin noch ein Berliner Nostalgiker, Oldschool und so. Gut, habt ihr ja vorhin gerade erzählt, ne? Die alten Bilder, die ich immer so gerne poste, so, um zu erkennen. Ich auch immer mal wieder erwische ich mich, wie ich dann wirklich durch YouTube zappe und mir irgendwie, keine Ahnung, Berlin, 60er Jahre, Berlin, 80er Jahre, ziehst du dir das auch ja, rein? Ja, voll gerne. Ich bin echt geil, nostalgisch. Alter, Schlossstraße, so, ja, Steglitz, Alter, wie die außer, da ist einfach eine Straßenbahn gefahren, Junge. Genau, genau, genau. Gefahren. Auch so durch Kudamm oder so, war ja auch Straßenbahn halt, ne? Krass, so, also so eine Sachen, wo ich denke, hä, das, also woran ich mich nicht erinnere oder auch teilweise kriege ich durch die Fotos dann alte Bilder, die ich verdrängt habe, glaube ich, als Kind und ich denke, ey, dann erinnert mich das. Oh, über Verdrängung können wir uns gerne unterhalten. Ja, oh, ja, oh, dann holen wir mal heute einiges hoch. Ich erinnere mich, du hast erzählt, du hast mit 15 angefangen zu rappen. Ja, das müsste so mit 15 ja, ungefähr gewesen dann lass sein, mal ja. Die Zeit aufrollen vor Rap. Wie war Aufwachsen, Kindheit, Langwitz, Mau-Mau-Siedlung?
Anstrengend. Anstrengend, ja. Voll anstrengend. Also bist du direkt West-Berlin geboren? Ich bin geboren im AVK, also gebürtiger Schöneberger. Oh, ich bin gebürtiger Schöneberger. Okay. Nicht nur gebürtiger Berliner, sondern auch noch gebürtiger Schöneberger. Okay. Und dann halt mein ganzes Leben lang in der Mormau in Langkitz gewohnt. Als Kindergarten alles, ja. So, fangen da deine frühesten Erinnerungen an? Da fangen meine frühesten Erinnerungen an, ja. Okay. Wie war Kindheit noch so vor der Jugend so? War es eher eine unbeschwerte Kindheit oder wie ist es in der Mamausiedlung aufzuwachsen? Voll nicht. Also ich habe, mein Vater hat eine sehr leichte, lockere Hand gehabt so. Mm. Das ist auf jeden Fall schon mal so ein Ding, was meine Kindheit nicht gerade einfach gemacht hat. Und bei mir ist es so, also mittlerweile bin ich ja schon wieder ein bisschen nachgedunkelt so von den Haaren und sowas, alles von der Haarfarbe her und so. Aber ich war halt immer so, ich war extrem blond. Extrem blond. Und dann probier mal, dich unter den ganzen Schwarzköpfen als extrem blonder Tolga durchzusetzen, der kein Wort Türkisch spricht. Okay. Digga, Alter. Ja, ist ja immer genau diese Zeit, ne? Was bist du? Woher kommst du? Ja, genau, genau, so, das, genau, das, genau das. Das Problem ist ja auch für mich gewesen, also es stimmt immer noch zum Teil, aber in meiner Kindheit war das halt wirklich krass gewesen, so diese Identifikationsproblematik, die man dann auch dadurch hat, so weißt du? Man weiß halt nicht so, man hat halt einen Namen, man ist auch in einem bestimmten Glauben reingeboren so. Und die Leute erwarten eigentlich irgendwas von einem, wenn sie einen kennenlernen, aber man erfüllt dann diese bestimmten Klischees dann vielleicht auch einfach nicht so, weißt du? Ach so, du meinst so, ein Türke muss so und so sein und oder ein Deutscher muss so und so sein. Genau, und dann kommt der blonde Tolga und sagt, wo gehörst du hin? Mit wem hängst du rum? Das ist ganz krass problematisch gewesen. Wie ist denn das, wenn du auf dem Schulhof, wenn es da so zwei Gruppierungen gab, eine blonde und eine Schwarzkopf-Gruppierung? Also so bei mir in der Klasse ging das eigentlich noch so einigermaßen so. Also in der Grundschule, wenn wir jetzt von der Grundschule reden, da ging es eigentlich noch einigermaßen. Aber so allgemein in der Mau-Mau an sich bin ich brutal angeeckt. Also ganz, ganz, ganz brutal angeeckt so. Okay, wie waren die Älteren drauf? In der Siedlung? Die ging eigentlich noch klar so. Also es gab natürlich auch immer mal wieder den vereinzelte Leute, so mit denen ich gut klarkam. Mhm. So. Aber ich bin im Großen und Ganzen, habe ich halt wirklich schon viel auch mit Mobbing und sowas alles zu kämpfen gehabt. Oh, okay. Aber schon, also nicht nur Schule, sondern auch Hof. Also dann war Schule, ja, Hof, dann ist Hof, es. Hof, zu Hause, Schule, also so 24/7? Ja, bei mir war ganz krass, Alter. Oh, okay. Bei mir war ganz krass, Alter. Ich bin nach Hause gekommen, Alter. Vater, wie gesagt, lockere Hand mir gegenüber, Mutter gegenüber. Oh, okay, beides, ganz, ja. Ganz heavy, Alter. Aber wir sind ja hier bei Echter geht's nicht, also packen wir jetzt einfach mal die Scheiße auf den Tisch. Okay, ich weiß auch gar nicht, also mir fällt nicht ein, dass du so intensiv drüber gesprochen hast halt. Ne? Gar nicht, so, noch nie. Oh, gar nicht. Also so schon, mit Leuten schon, so. Ich weiß, ich weiß nicht, aber jetzt auch, öffentlich. Ja, so öffentlich habe ich noch nie darüber wirklich geredet. Wenn, also... Ich kenne das halt ja auch, ne? Auch von zu Hause und auch aus dem Freundeskreis. Mhm. Und habe die Erfahrung gemacht halt, dass sich meistens Kids verbinden. Es hat so, wenn die ähnliche Erfahrung gemacht haben, ne? So, sagen wir mal, Kinder vor allen Dingen, wirklich Grundschulalter-Kinder, die Gewalterfahrung zu Hause haben, erlebt haben halt, dass sie das halt verbindet halt in einer Form, weil Kids, die diese Erfahrung nicht machen mussten, kein Verständnis dafür auch haben, ne? Und ja, dann kommt es aber auch, wie gesagt, dann ist halt auch diese Gruppendynamik, die dann auch da halt auch entstanden ist. Und für mich halt dieses Problem mit dieser Identitätskrisengeschichte in meiner Jugend, wo gehöre ich jetzt nun halt hin, das sind Sachen, die halt nochmal komplett dagegen gespielt haben. So. Mhm. Weil bei den einen war ich jetzt nicht, bei der einen Gruppe war ich jetzt nicht unbedingt beliebt, bei der anderen Gruppe war ich nicht unbedingt beliebt, weil ich habe halt in kein Bild gepasst. Mhm. Die wussten halt nicht, wie sie mich fassen sollen, so weißt du. Mhm. Und ja, also mit einzelnen Personen so ging es eigentlich immer mal wieder so, aber wenn dann wirklich so Gruppierungen dann so stattgefunden haben, so dann habe ich eigentlich meist den Kürzeren gezogen, so was das angeht. So. Wenn dann Leute natürlich einzeln gewesen sind, so, dann sind sie entweder ganz anders auf mich zugekommen oder ganz anders mit mir umgegangen, so. Oder man muss dann halt auch ab und zu mal Retourkutschen verteilen. So. Aber ist dann natürlich auch ein bisschen problematisch, wenn man dann halt alleine sich mit 5 Leuten auseinandersetzt. So, also. Gab es in der Nachbarschaft, in der direkten Nachbarschaft oder vielleicht Klasse oder so, Schule, also im Umfeld eher ähnlich, Kinder mit ähnlichen, also jetzt nicht nur was die Erfahrung angeht, sondern ähnlichen Background. Ich meine auch den kulturellen Background. Dieses
Kennst du andere, die ein bisschen, sagen wir mal, deutsch-türkisch sind, deutsch-arabisch, deutsch-kurdisch? Fast gar nicht so. Bei uns ist halt wirklich straight gewesen so, dass bei uns in der Siedlung waren eigentlich wirklich dann so rein türkische oder rein arabische oder rein deutsche Familien so. Mhm. Mir würde jetzt auf Anhieb nichts einfallen oder keine Person einfallen, die ich irgendwie aus meinen Kindertagen kenne, die so ein dieses Mischlingsding auch hatten, so weißt du? Was waren denn die Gründe? Wie kam das denn zu Reibereien? Waren es kulturelle Sachen? Gab es andere Einflüsse, negative? Was hat das ausgemacht? Ich glaube, das war dann wirklich, wie gesagt, ganz viel war dann wirklich immer so diese Gruppendynamik-Geschichten. So. Ich meine von zu Hause aus. Von zu Hause. Bevor wir jetzt, sagen wir mal, rausgehen, wie war es für dich? Hast du Geschwister noch nicht? Doch, ich habe auch Geschwister. Ich habe 6 Geschwister sogar. Eigentlich habe ich 8 Geschwister. Wie kann ich mir deinen Haushalt vorstellen, in dem du aufgewachsen bist? Meine Mutter, hast du ein eigenes Zimmer gehabt? Meine Mutter, mein Vater, ich habe ein eigenes Zimmer gehabt. Dann hat noch einer von meinen Brüdern da eine ganze Zeit gewohnt. Also ich glaube, wir waren 4 Kinder oder sowas, die noch zu dem Zeitpunkt da gewohnt haben. Okay, älter, jünger? Alle älter. Alle älter? Also, von meiner Mutter aus, so bin ich der Jüngste gewesen von allen. Okay, wie war der Einfluss deiner Geschwister? Wie waren die? Wie meinst du das jetzt? Inwiefern Einfluss? Ich meine, jetzt, wenn du jetzt der Jüngste warst, so, ne, gab es sowas für dich wie ein Lieblingsgeschwister? Nicht Lieblingsgeschwister, sondern es gibt ja halt, ich meine, ich weiß nicht, ob man, ich bin kein Psychologe oder so, es gibt also dieses mittlere Kind. Meine nächstältere Schwester, so, das war so, ich bin so das Nesthäkchen gewesen und sie hat mich so ein bisschen so mit an die Hand genommen. Aber sie kam auch Rap und so, ne? Dann später? Hab da mal ein oder zwei Zeilen, habe ich da auf jeden Fall mal. Ich wollte jetzt keinen Sprung machen. Ich wollte wirklich dabei bleiben, bei als Kind halt, hattest du Angst zu Hause? War das etwas, was du, ich erinnere mich zum Beispiel an meine Kindheit, als sehr Angst eine große Rolle gespielt hat im Hof, aber auch zu Hause halt, ne? Hattest du sowas wie Fluchtmöglichkeiten oder irgendwo Geborgungsmöglichkeiten, also so, wo du dich geborgen gefühlt hast? Also wie gesagt, so meine Schwester hat mir wirklich sehr viel Ruhe gegeben. So meine Mutter war halt auch natürlich viel arbeiten und sowas alles. Die Konstellation war dann halt, wie gesagt, so gewesen, dass ich noch mit 2, 3 von meinen Geschwistern zusammen aufgewachsen bin, mehr oder weniger. Meine Eltern haben sich geschieden, da war ich 5 oder 6 ungefähr in dem Dreh so. Und bis dahin war das halt alles immer Gewalt. Also da war wirklich halt zu Hause nonstop Gewalt und draußen war natürlich dann genauso, ne? Das ist. War das auch eine Gewalt, die dann auf dich zukam oder war das vielleicht auch Gewalt von zu Hause, die in unterdrückter Wut dann ihr Ventil draußen gesucht hat? Also, ich denke, das wird aufgestaute Depression und Aggression dann auch gewesen sein von zu Hause aus, dann ist man vielleicht draußen auch ein bisschen ab und zu mal zu weit über die Stränge geschlagen, so, weißt du, dann kriegt man mal einen Dämpfer, so, dann so wird es gelaufen sein. So. Hattest du das Gefühl, dass das eine Art Normalität ist? Ich glaube, das ist oft schwierig, wenn man halt die Erfahrung macht, dass Gewalt zu Hause eine Art Kommunikation ist, auf der Straße dann auch, und dann ist es irgendwie alles, was man kennt. Und ich sag mal, im Normalfall sollte es was total Untypisches sein halt, ne? Also ich sag mal, wenn alles relativ normal läuft in Familien oder in sozialen Strukturen, dann macht man keine Gewalterfahrung. Und ich habe es nicht als Ventil genutzt oder sonst irgendwas so. Also ich bin nie so der extrem konfrontative Typ gewesen oder sonst irgendwas. Also ich bin eher wirklich jemand, der probiert hat schon immer irgendwie Gewalt aus dem Weg zu gehen, so. Wenn ich ehrlich bin, so, weißt du? Also, wenn du so viel Gewalt siehst, also, ich kann es nachvollziehen, wenn es Kids gibt oder Erwachsene, die in ihrer Jugend halt so viel Gewalt zu Hause erlebt haben, dass sie dann draußen dann halt auch Gewalt ausgeübt haben, so. Okay, kann ich verstehen, so. Aber bei mir war das eigentlich fast gegenteilig, würde ich behaupten, so. Dadurch, dass ich halt so viel gesehen habe, ich habe keinen Bock mehr darauf gehabt. Mhm. Keinen Bock mehr. Das ist ja dann gut, wenn im Idealfall, sagen wir mal, man wird ja aus so einer Hölle befreit und kriegt eigentlich einen guten Weg, sollte es sein halt. Aber wenn man da rauskommt und das halt sich fortsetzt halt, ne, so, da sehe ich halt einen Problempunkt halt, ne, so, dass es halt von beiden Seiten auf einen zuprasselt. So, ne? Ganz krasses Problem. Ich habe mich wirklich unwohl gefühlt, ne, also bis in meine frühen Teenie-Jahre so,
war ich auf jeden Fall, ich habe eine Handvoll halt Freunde gehabt. Natürlich, egal, jetzt ob Deutsche, Araber oder sonst irgendwas. Natürlich hat man dann halt ein paar Leute gehabt, mit denen man gut konnte so. Aber es gab auch genug Leute so, die einen dann auch gerne mal auf den Kicker hatten so. Was waren deine Freunde für Typen? Was hattest du so für Freunde? Was waren die ersten, so sagen wir mal, Ende Grundschule, Anfang Oberschulezeit? Ende Grundschule. Oder Anfang Oberschulzeit. So, weißt du, weil man ja, von Kind ins jugendliche Alter geht. Naja, das Ding ist halt so, bei mir waren halt meistens, also ich hatte 2, 3 Freunde so, die enger bei mir gewesen sind, so waren auch welche mit Migrationshintergrund so. Die waren dann halt schon auf der Bründby damals gewesen. So, also die waren dann 2, 3 Jahre meistens immer so älter gewesen als ich so. Und ja, was soll ich da sagen so? Also denen ging's gut. Ich glaube, die kamen aus, wie gesagt, ich kann halt nicht hinter die Fassade schauen so, aber die Leute, mit denen ich mich dann halt wirklich umgeben habe so, die kamen eigentlich mehr oder weniger, denke ich, aus einem guten Elternhaus oder aus so einem Elternhaus. Na, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, da sind auch zwei Ausreißer gewesen, die auch schon ein bisschen assi gewesen sind so, aber im Normalfall glaube ich, dass da nicht so krass Tohuwabohu zu Hause gewesen ist. Kannst du rückwirkend oder rückblickend sagen, ob die eher negative oder positive Einfluss auf dich waren? Hattest du Halt im Freundeskreis oder war das etwas, was befeuert hat, gefördert hat? Ja, zum größten Teil schon. Also ich glaube, das war zum größten Teil wirklich schon sehr negativ eigentlich so. Also ich habe so eine Dinger gebracht, ich habe in Erdgeschoss gewohnt und bin nachts um 1 Uhr rausgegangen, um mich mit 1, 2 von meinen Jungs zu treffen, um auf irgendwelchen Baustellen rumzurennen, Alter, und keine Ahnung, Alter, irgendwelche Gerätschaften zu klauen, um dann bei den einen von unseren Jungs an seinen Vater zu verkaufen. So eine Dinger haben wir gemacht, weißt du? Also so. Etwas, also für Geld ging es darum? Ja. Es ging darum, Geld zu machen, schon im frühen Alter. Ja, da waren, keine Ahnung, da war ich 9 oder 10 Jahre alt. Okay. Erste kriminelle Erfahrung? Ich denke mal, ja, das wird so Clownheit gewesen sein. Ja. Das sind dann kriminelle Erfahrungen. Ja, also man lernt ja in dem Alter, also man ist halt noch nicht strafmündig gewesen. Ja. Und war das Beste, Alter. Ja, es wurde ja zum Sport irgendwann, es hat auch innerhalb der Gruppe zur Anerkennung geführt und so weiter. Ja, sind wir, wie gesagt, da waren vielleicht 9, 10, lass uns 11, so 9, 10, 11 vielleicht noch so, immer schon Karstadt-Sport und so. Mhm. Reingegangen, Jacken unter die Jacken gezogen und die ganzen Klassiker halt. Und deine Freunde aber auch? Ja. Okay, war eine kleine Clique von Dieben? Ja, voll, Alter. Wir waren richtig Dings, Alter. Wir waren richtige Gauner, Alter. Ja. Wie gesagt, wir sind da wirklich teilweise auf irgendwelche Baustellen rumgerannt, Alter. Sind da mit Brechstangen durch die ganzen Baracken da von den Bauarbeitern durch, wo sie ihre Geräte abgestellt haben und haben dann da Bohrmaschinen und Sägen und sowas alles rausgeholt, Alter. Und dann hatten wir schon unsere Anlaufpunkte, wo wir die Scheiße auch verticken konnten. Oder irgendwelche, was weiß ich, wir sind in einem Bolle gab es damals noch bei uns vorne an der Ecke mit so einer Glasfront, die dann halt zur Seite aufgeht, wenn du da rangehst. So. Yeah. Haben es abgeschlossen, kein Gitter unten gewesen, gar nichts, halt da rangegangen mit einem Brecheisen, komplett die ganze Tür vorne weggerissen, sodass man die wie so ein Dreieck hochheben konnte, Alter. Hochgehoben, 2 von unseren Jungs rein, einer Tabak, anderer Alkohol, alles raus, zack, boom, weg, also am nächsten Tag vertickt. Ja. Und das war so auch regelmäßig? Das war absoluter Standard. Mhm. Absoluter Standard. Ich weiß auch nicht, also ich habe so wenig Zeit auch in der Schule verbracht, so, weil ich halt wirklich gar keine Lust hatte einfach. Mhm. Ich hatte einfach gar keine Lust. Ich bin einfach nur nachts unterwegs gewesen. Tagsüber habe ich irgendwo dann mich mit irgendwelchen Freunden von mir getroffen und wir sind halt irgendwo racken gegangen. Hattest du keine, oder kannst du dich erinnern an an Personen, die für dich so eine Art Vorbildfunktion hatten? Was war für dich eine männliche Vorbildfunktion? Ich glaube halt, dass man da in dem Alter sehr undiszipliniert halt ist und man hat keine Führung und so, ne? Null. Hatte ich gar nicht, Alter. Das meine ich, wenn man halt aus einem Haushalt flieht, wo die Hand locker sitzt und so, ne, dass man dann halt niemanden hat, zu dem man richtig aufschaut. Was waren für dich erste männliche Vorbilder? Vielleicht auch ein bisschen fiktiv, so manchmal also, sind es ja. Wie gesagt, also dadurch, dass die engste Person in meinem Familienkreis, also abgesehen jetzt natürlich von meiner Mutter so, aber meine nächstältere Schwester gewesen ist so, da war halt viel Halt für mich da, so. Die hat sich ja wirklich viel um mich gekümmert und hat mich dann halt auch immer mitgenommen, wenn sie irgendwo hingegangen ist oder sie musste mich mitnehmen, weil ich sonst die ganze Zeit rumgequengelt hätte, wie so ein Spassi. Ansonsten, die erste Vorbildfunktion. Nee, das fing ja dann wirklich dann irgendwann. Jetzt mal müssen wir einen kurzen Sprung machen, so um das dann halt irgendwie langsam so in eine Richtung zu bringen, so vorbildfunktionmäßig, war dann halt wirklich so mit
16, 17 war das dann halt Boogie. Mhm. Ah, okay. Boogie hast du in dem Alter kennengelernt? Oder Boogie habe ich so mit 17 ungefähr. 16, 17. Er hatte so eine Art große Bruderstellung für dich auch, ne? So. Hat er nach wie vor. Nach wie vor, ne? Hat er nach wie vor. Aber davor gar nicht? Davor hatte ich keine männliche Person, die älter war als ich, wo ich gesagt habe, da orientiere ich mich dran, so, das ist cool. Ja, weil gerade in dem Alter, also es ist halt, kennt man von vielen Jungs, die von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen werden und zwar vielleicht hier und da Halt haben, emotional auch, aber eine Frau kann einem Jungen nicht unbedingt beibringen, ein Mann zu sein, ja, ne, ja, oder ein Mann zu werden, ja, halt, ne? Und dieser Prozess dauert dann halt oder steht halt auch aus. Das ganz problematisch. Bei mir ist ja auch das Ding so, wie gesagt, dadurch, dass ich halt so viel Druck natürlich von außen hatte, als auch von innen durch meinen Vater, habe ich das, ich bin sehr, sehr, sehr seelisch vorbelastet. So, oder emotional vorbelastet. Ich weiß nicht, wie man es genau definieren will oder kann an der Stelle. Ich habe mit 11 Jahren einfach angefangen zu kiffen, so, weißt du? Oh, so früh. Das ist sehr früh. Ja, das ist halt, wie gesagt, ich habe halt immer nur mit, also die paar Freunde, die ich dann halt hatte, so, die waren dann halt immer 2, 3, 4 Jahre älter als ich so und die waren dann halt schon 13, in der Oberschule. 14, okay. Genau, die waren schon in der Oberschule so und dann haben die schon angefangen halt mit Gras und so. Mhm. Ja, so bin ich dann halt schon mit in der 6. Klasse, glaube ich, habe ich meinen ersten, oder in der 5. Klasse. Hattest du niemanden, wusstest du in dem Moment, dass du etwas tust, was nicht gut ist, was Verbotenes tust, war es für dich was Aufregendes, warst du abenteuerlustig, was hat dich dazu geführt, also gerade in dem Alter, also ich kann auch ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen, ich weiß halt, mit 11 war noch so, ne, und mit 12, 13 dann will man vielleicht cool oder älter sein, halt, ne, oder sich erwachsen fühlen. Ich hab komplett durchgezogen, Alter. Ich glaube, ich habe schon in der 5. Klasse angefangen mit Zigaretten rauchen, in der 6. Klasse habe ich angefangen zu kiffen. In der 5. Klasse bin ich von der Schule, ich bin von der Schule nach Hause gelaufen, habe auf dem Schulweg, von Schulweg auf zu nach Hause, habe ich einfach eine Zigarette geraucht. Okay, von wem hat dich jemand angestiftet, wolltest du alleine, was... Weißt du, was ich meine? Also, was führt denn einen dazu, in dem jungen Alter, so Kinder sind halt unschuldig halt, ne? Da kann man nicht sagen, okay, der ist so oder irgendwas, ne? Da muss halt irgendwas dazu geführt werden, wenn ein Kind so eine Entscheidung trifft. Kann schon sein, dass durch die Orientierung dann halt auch von meinen älteren Freunden so, das ist da schon vielleicht dann, also, das heißt, vielleicht wird darauf hin zurückzuführen sein, so. Ob das jetzt nur ein guter Umgang war oder nicht, aber so im Endeffekt, so die waren halt halb so kriminell wie andere Leute dann halb dort in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld und in greifbarer Nähe. So, dann glaube ich, war das schon das kleinere Übel. Mhm. So. Du hast gerade so angeschnitten, seelische Belastung und so weiter. Sowas wie die Erlebnisse, die, sagen wir mal, traumatisch nachgewirkt haben. Mhm. Hast du dich damit jemals auseinandergesetzt, vielleicht mal therapeutisch oder mit Menschen, die du vertraust, denen du vertraust, dass du mal dich ja so anvertrauen konntest und vielleicht die Dinge von der Seele reden konntest und besser reflektieren konntest, vielleicht Mechanismen zu ändern im späteren Alter dann so? Ja, wie gesagt, ich habe mit 11 halt angefangen mit dem Kiffen so. Hab dann halt wirklich straight durchgezogen, bis ich 21 war. Zwischendurch habe ich dann natürlich auch irgendwann angefangen mit dem Ticken. So, das ist dann halt blieb dann halt nicht aus. Ja, muss es ja irgendwie finanzieren. Irgendwie finanzieren, so, dann hat man halt so seine Connections, dann kennt man hier einen, da einen, so, dann bunkert man vielleicht auch mal für jemanden irgendwie eine Kiste oder sowas. Okay, das kann ich damit Geld machen, so, gibt es mir die Möglichkeit, dass ich da ein bisschen Kohle mit verdienen kann, so, okay, alles klar, so, und dann rutscht man halt rein, da war ich 15, Alter. Mhm. So. Das habe ich dann straight durchgezogen, wie gesagt, bis ich 21 war. Für mich war es jahrelang günstiger, einen Joint zu rauchen, wobei ich beim Rauchen sogar noch Geld verdient habe, als eine Zigarette zu rauchen. Ja, so. Ja. Da war ich noch keine 18. Und ja, das kombiniert mit dieser ganzen, mit diesen ganzen psychischen Drucksituationen und mit dieser emotionalen Unausgeglichenheit und diesen ganzen negativen Gefühlen, die man dann auch in seiner ganzen Jugend hatte. Mhm. Wann kommt man in die Pubertät? Mit 13, 14? Was meinst du, wie viel ich von meiner Pubertät mitbekommen habe, Alter? Also ist viel vergessen, ja. Also ich verkifft eigentlich, ne? Ich bin total raus. Ich bin total raus. Ich habe so krass schemenhaft irgendwelche Sachen, die mir dann vielleicht ab und zu nochmal einschießen. So, es gibt Leute jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten habe ich angefangen, mit Leuten aus meiner Grundschulklasse so wieder ein bisschen so zu connecten. Da sind Sachen, ich weiß sie nicht mehr. Weißt du aber,
was für eine Art Schüler du warst? Hast du Zeugnisse noch? Ja, ich war der Schlimmste. Ich war der aller Schlimmste, wirklich. Auch in der Oberschule? Welche Oberschule warst du? Rudolf Diesel. Oh, wirklich? Wilmersdorf? Okay, da ging's mies ab. In der Zeit, ne? 90er, weiß ich noch. Ich kenne einige Leute. Oder, Alter, ja. Oder kannte damals. Was soll ich dir sagen? Ja, okay. Also, erste Klasse war bei mir so. Wir gehen jetzt einfach mal kurz meine Schulzeit durch. Erste Klasse, sitzen geblieben. Mhm. Wollten mich nicht mitnehmen, weil ich habe die Lehrer halb angegriffen und so eine Dinger. Mhm. Also so ganz behindert, so mit irgendwelchen nassen Handtüchern, die vorher in Kreidewasser reingefallen lassen haben, so. Hab ich die auf den Hinterkopf geschlagen und so eine Dinger. Da war ich in der ersten Klasse. Ab da nur noch pädagogisch versetzt worden, bis in die sechste. Ich komme aus der Mamau, aus dem tiefsten Langwitz. Mhm. Keine Schule in ganz Steglitz wollte mich nehmen. Ich konnte auf keine Bründby gehen oder was weiß ich, was gab es denn noch, Leistiko oder wie diese ganzen Schulen nicht alle heißen. Ich konnte auf keine Steglitzer Schule gehen. So. Die einzige Schule, die mich dann erst wieder genommen hat, die war in Wilmersdorf. So, und das war dann halt die Rudolf Diesel. So, siebte Klasse Rudolf Diesel, siebte Klasse sitzen geblieben, danach siebte Klasse nochmal gemacht, siebte Klasse pädagogischen Gründen versetzt worden, achte Klasse aus pädagogischen Gründen, dann war schon Abgang. Du hast ein Abgangszeugnis nach der achten? Dann war ein Abgangszeugnis nach der achten. Okay. Zweimal sitzen geblieben, bis in die achte. Achte wäre ich auch nicht durchgekommen, auch sitzen geblieben und dann halt Abgangszeugnis von der achten Klasse so. Hattest du Schwierigkeiten, dich einzufinden in deine Klassengemeinschaft oder hast du einfach das alles boykottiert, war das ein Streik? Ich hab boykottiert. Einfach boykottiert, ne? Einfach boykottiert. Hattest du sowas wie Lieblingsfächer? Gab es wenigstens so Bio? Bio, Sport und Musik. Obwohl Sport war so grundschulemäßig so. Okay. Aber so Musik ging auf jeden Fall. Bio überrascht mich jetzt. Sport weiß ich schon, Kunst und Musik und so ist oft noch so, wo man. Bio fand ich wirklich interessant. Physik fand ich auch ganz cool eigentlich so. Ja, weißt du noch was? Also das überrascht mich gerade. Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so. Ich habe wirklich dann so eine Zeit lang überlegt, so was kann man denn überhaupt machen, so was will man dann vielleicht mal werden so. Und das so, bei mir war es wirklich nicht so diese Feuerwehrmann, Astronaut, irgendeine Scheiße, was weiß ich, Polizist, sowieso nicht. Bei mir war es Tierpfleger. Mhm. Ich wollte Tierpfleger werden. Ich wollte eigentlich irgendwas Soziales machen, aber ich habe keinen Bock gehabt auf Menschen. Mhm. So. Das war bei mir so das Ding. So, das hat mich wirklich interessiert gehabt, so, aber so. Trotzdem war ich dann halt immer noch so der kopfgefickte kleine Atze, der die ganze Zeit am Kiffen war. Und im Endeffekt war der einzige Grund, warum ich zur Schule gegangen bin, so, weil dann halt auch Freunde von mir gewesen sind. Kennt man ja. So, und dann Schulhof, Kiffen, Scheiße bauen, keine Ahnung, rausgehen kurz, nochmal rübergehen zu Aldi, Chipstüte klauen, wer geht heute rein? So, noch Schnick, Schnack, Schnuck gemacht. Ja, ist schon natürlich sehr, sehr schwierig. Aber weil ich ja weiß, was du jetzt so machst und jetzt auch musikalisch und so weiter und vor allen Dingen sehe ich die Leute, die auch von der Straße kommen, aber irgendwie einen künstlerischen Ausweg gefunden haben, ob es Tanzen, Malen, Rappen ist oder Musik machen, Beats machen, wie auch immer, da sieht man halt, dass später Talente zum Vorschein kamen, die anfangs oft nicht gefördert wurden. Ich kann ja noch mal kurz reingerätschen, so. Ich glaube, ich bin gar nicht jetzt darauf eingegangen, weil du hattest mich auch gefragt gehabt, wegen dieser Reflexion, ob wegen Therapie und sowas. Genau. Alles, ne? Wie gesagt, 11 angefangen zu kiffen, ganze Jugend verkifft, keine Pubertät mitbekommen, ganze Zeit nur stoned gewesen, 21, kompletter Breakdown, absolute Psychose, Katastrophe, Panikattacken, Depression, alles drum und dran, blabli blub, Alter, und dann erstmal 5 Jahre psychologische Betreuung. Oh ja? Von wann bis wann? Welche Seite? Na, das war, wie gesagt, von meinem 21. bis zu meinem 26. Lebensjahr. Okay, das ist aber schon ein bisschen später gewesen. Lass mal noch in der Jugend bleiben. Ich wollte das nur noch mal kurz anschneiden, weil. Okay, dann würde ich das gerne später gleich nochmal aufgreifen, aber lass uns mal in der Jugend noch bleiben. Ja, machen wir. Boogie hast du kennengelernt mit 15, 16? 16 so ungefähr. Da hast du schon angefangen zu rappen? Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? War das so eine Bekanntschaft durch Rap vielleicht? Durch, also Bassbox-Tapes, ne? Ah, okay. Bassbox-Tapes. Ich hab die Sachen halt selber gehört. Das heißt, vom Boogie hast du vorher schon gehört, das ist doch ein bisschen älter. Boogie ist. Der hat ja einen Ruf in Langwitz und so. 5 Jahre oder sowas älter, 5 Jahre oder 6 Jahre ist älter als ich. Also, man kannte ihn ja schon, ne? So. Ja, durch die Bassbox-Geschichten halt so. Also, ich habe das dann erst später, also, man hat dann halt ein paar Tapes gehört so. Und hat es dann halt irgendwie so langsam mitgeschnitten, so, woher kommen die ganzen Leute, Tempelhof, Bar und Kreuzberg. Und dann war der halb aus Langwitz. Und dann habe ich mir gedacht, so, der ist es, Alter. Der ist es. Der ist der Lokalpatriot. Okay. Der ist der King hier, Alter. Wie hast du ihn kennengelernt? Mit dem muss ich. Ich habe ihn einfach voll gequatscht. Einfach auf der Straße? Ich habe ihn auf der Straße gesehen, Langwitzkirchen, und habe ihn einfach voll gequatscht. Ich habe mir gesagt, hey, du bist doch Boogie und so, bla, dies, das. Okay, wie sieht's denn aus? Hattest du schon deinen Künstlernamen schon? Ich habe früher, habe ich Reo gesprüht. R-E-O. Wie kamst du drauf?
ich war voll klein, so ich habe da schon so ein paar Text gesehen gehabt, immer mal wieder so in Steglitz die Buchstaben. Und Langwitz, so ja, habe ich schon, das gab, vor mir gab es einen, der Rako. Rio gemalt hat. Mir auch einen Rako. Ja, gab's auch. Gab's einen, der Rio gemalt hat, so. Dann haben sich so ein paar Freunde von ihnen, haben sich darüber so ein bisschen so echauffiert, so mäßig, so weißt du, die haben sich darüber ein bisschen aufgeregt, so dass ich den Namen dann halt genommen habe, so. Dazu kam dann auch, dass ich ein paar Mal erwischt worden bin, dann halt beim Sprühen, so. Mhm. Da war ich 14, 15 ungefähr. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt so? Und Rako fand ich halt auch geil. So. Und dann, ja, Eddie, Erdogan, erstmal schöne Grüße an der Stelle hier aus der Zentrale, Alter. bester Mann auf jeden Fall, der hat Rako früher gemalt gehabt. Und ich bin dann zu ihnen hingegangen und habe gesagt, ey, pass auf, ich hätte voll Bock, den Namen zu übernehmen, ein bisschen Action damit zu machen. Du machst ja nichts mehr. So, mhm. Der hat ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesprüht gehabt, so mäßig. War ja auch kein, das waren ja auch keine Sprüher bei mir in der Siedlung, MMG. Das waren ja keine Graffiti-Maler, Alter. Das waren ja Banger. Ja, so, ja. Das waren ja alles Dings so, weißt du? So, das waren ja einfach alles kaputte so. Durch dieses Graffiti-Ding so habe ich dann halt natürlich auch ein bisschen mehr Anerkennung, auch so innerhalb so dieser ganzen Problem-Bubbles, die um mich herum existiert haben, so auch bekommen so. Und natürlich wollten dann auf einmal alle irgendwie cool mit mir sein, so mäßig, weil ich halt Actions gemacht habe, die keiner von denen gemacht hat. Dadurch habe ich natürlich irgendwie so, mir so einen Sonderstatus irgendwie so angeeignet. Und dann habe ich halt gesagt, ey, gib mir diesen Namen. Und er hat gesagt, so, du kannst diesen Namen haben. Aber wenn du Scheiße mit diesem Namen machst, dann fick ich dich. Oh, eine Böde oder Verantwortung. Ja, genau. Eine richtige Verantwortung. Ja. Eine richtige Böde aufgedrückt. So, und lange Rede, kurzer Sinn, so natürlich, er ist stolz darauf, was ich damit gemacht habe. Okay. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich den Namen so für mich adaptieren konnte. So, und waren die ersten Männlichkeitsvorbilder vielleicht dann doch schon vor Boogie vielleicht doch ein paar Writer oder so in der Gegend, wo du sagst einfach, ey, die haben sich einen Namen gemacht, durchsprühen. Ja. Dass du das irgendwie, also ich kann mir, ich weiß auch, dass ich mit 11, 12 durch die Gegend gelaufen bin und diese ganzen großen Sprühernamen, die man, diese ganzen Writer-Legenden halt, ja, ne, immer, ja. Boah, wer ist der? Und dann später, als man die dann halt kennengelernt hat, war ich voll oft aufgeregt, so ja, dachte man so, oh, ich bin live dabei. Ja, bei Boogie darf man ja auch nicht vergessen, Boogie war ja auch schon davor Sprüher, so. Ne? Mhm. Also der hat ja dieses JD-Ding hat er ja gehabt, dieses JDs. Und Boogie an sich hat ja auch schon ohne Ende Bilder gehabt. So, da kannte ich ihn auch noch nicht so. Und da hat er schon ganz Steglitz und Langwitz voll gehabt, so mäßig. Okay, aber dann Boogie war dann die erste Person, die du auch schon kennengelernt hast. Also du hast ihn wirklich voll gelabert und hast gesagt, ey. Ja, das war dann halt, wie gesagt, mit 15 habe ich angefangen zu rappen. Lustiger Sidefact. Damals mit Fuchs. Hab oh, angefangen wirklich? Ja, ich habe angefangen zu rappen, habe ich mit Fuchs. Alter. Okay, auch nice, auch neu. Ich mag es, wenn ich so neue Sachen erfahre. Ja, ja, du hast mit Fuchs angefangen mit zu rappen. Mit Fuchs habe ich angefangen zu rappen, Alter. Okay. Weiß ich noch ganz genau, Dings, Alter. Wir haben mal mit Dings Palace gechillt, Alter. Oder in Wilmersdorf hatten wir auch einen Kollegen, Alter. Das hört sich jetzt so Dings, hört sich jetzt so abwertend an, aber halt so ein Prototyp Deutsch. Ja. Alter, so mit so Hornbrille, so. War wirklich so ein Dings, Alter. Hätte auch ein Zehlendorfer sein können, so in den 90er Jahren, so, weißt du? Was hat Hornbrille mit Deutsch zu tun? Ja, nein, aber also, ich weiß. Wie so ein Prototyp Zehlendorfer einfach, ja, ja. Aus, Alter. So, okay, bleiben wir bei Zehlendorfer. So, okay, bleiben wir bei Zehlendorfer, Alter. So, ich wohne jetzt übrigens in Zehlendorf, es ist super schön dort. und auf jeden Fall, nee, auf gar keinen Fall, Alter. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann da immer damals gechillt, dann waren wir auch ab und zu mal bei ihnen gewesen so und das war auf jeden Fall, ja, das war eine lustige Anfangszeit so. Ich glaube so bis 16, 17. Lebensjahr rum, da war ich auf jeden Fall mit Fuchs unterwegs. Okay. Und es waren auch die ersten Aufnahmen? Das waren auch die ersten Aufnahmen, Alter. So die ersten Aufnahmen. Und dann natürlich auch noch so parallel natürlich auch mit den Langwitzern so, mhm. Die dann halt so langsam entstanden sind mit Chucky, der hat damals noch gerappt gehabt und mit Smokey. Okay. In welchem Jahr sind wir? Ja, das sind wir so bei 99. Also mit Chucky, glaube ich, das Ding war, wird so 2001, 2002 gewesen. Chucky Smokey. 2001, 2002. Das sind die ersten Releases auch? Die sind nicht rausgekommen, die Songs. Aber ich habe. Was waren die ersten Releases? Ding. Weil ich habe, ich glaube, ich habe dir das mal erzählt, wo ich das erste Mal von dir gehört habe. Erinnerst du dich vielleicht dran? Das ist schon lange, lange her. Das erste Release. Ja. Willst du das mal kurz ausführen? Erinnerst du dich oder ich hab's dir mal erzählt, so ich war in Spandau, Makaber und so, ne? Ja. Da habe ich oft mitgehört und die haben irgendwie Tapes spielen lassen. Und ich kann mich noch an die Line erinnern. Es war schon etwas sonderbar, als ich Ismael da sah. Das war war das erste Mal. Ich sag, wer ist das? Und so, die Stimme war markant und so. Ja, ja, Rako und so. Und dann nicht so, okay. Das war so auch, muss Anfang 2000 gewesen, 2001, 2002, so in den Dreh. Die Dings, die Zeit mit Fuchs wird. Wer ist Ismael? Das wollte ich eigentlich fragen. Easy Beat. Ah, okay. Easy Beat. Ja, okay, Easy Beat. Die Zeit mit Fuchs wird so von 98 bis 2000 ungefähr gewesen sein. Danach war so die Zeit, wo ich dann halt auch
mit vielen auch noch trotzdem aus Langwitz so, also halt Nauer zum Beispiel, das weiß ich nicht, ob das heutzutage noch jemanden sagt, aber wir haben halt so eine, wir haben halt so eine Gruppe gehabt, die hießen damals PZA. Mhm. Panzer ausgeschrieben, einfach ja. mit einem A am Ende. Ah. Daher kommt das Rako Panzer. Ach so. Wir sind dann halt immer unterwegs gewesen. Ich habe halt immer irgendwelche, auch irgendwelche Battles und sowas alles. Ich bin mhm. halt immer unterwegs gewesen, habe mich überall eingetragen so. Und ich habe dann natürlich Five-Head-Mode gemacht und habe mich dann halt öfter mit anderen Namen einfach so, wenn man dann so Namen aufschreiben sollte, damals bei diesen One-on-One-Freestyle-Touren, yeah. so noch vor Feuer über Deutschland, ja, was die ja. One-on-One-Geschichten angeht, so. Konntest du einen Namen aufschreiben auf einen Zettel, reinschmeißen in so eine Losdose. Dann hieß ich einmal Rako, dann hieß ich einmal Rambo, dann hieß ich einmal Panzer, dann hieß ich einmal so, keine Ahnung was, Detlef meinetwegen, hab die ganzen Dinger da reingeschmissen so und so hat sich das dann halt entwickelt, dass dann irgendwie mal die Kombination Rako-Panzer kam dann zusammen. Aber da haben wir jetzt aber einen Sprung gemacht schon zu Battle Rap. Lass uns den mal auch nochmal aufheben. Ja, ja, ich wollte erstmal noch so ein bisschen Boogie, meintest du so. Richtiger Wirrwarr hier. Ja, ich, nee, ist Boogie? Aber gut, so safen wir das ein bisschen für ja, danach na klar. auf. Boogie, genau, und dass er eine Vorbildfunktion für dich übernommen hat. Boogie habe ich ungefähr abgefuckt ab 2001. Du ihn? Ich hab ihn abgefuckt, ich hab ihn immer genervt, lass mal was machen, lass mal was machen, lass mal was machen. Ich bin wie so ein kleiner Dulli die ganze Zeit hinterher gerannt und hab ihm gesagt so, ey, Bro, ich muss das aufnehmen, Alter. So, okay. Ich bin krass, ich bin der Shit, Alter. Okay, und? Wenn du mir nicht hilfst, Alter, dann hast du Dings, Alter, dann hast du keinen Plan von Rap, Alter. Okay, was hat er gesagt? Er hat die ganze Zeit Dings, so, ich hab keine Zeit, bla, zu tun, bla, blub, dies, das, Alter. Und irgendwann war es dann so 2003 hat er Boogie und Atzen 1 rausgebracht. Mhm. Und bei diesem Boogie und Atzen 1, da habe ich ihn irgendwann mal getroffen gehabt so, und dann sagt er so, ey, pass auf, ich mache gerade einen Sampler, wenn du einen Song hast, gib mir den Song. So, dann habe ich ihm 2003, wie gesagt, diesen Song gegeben, so, der war von mir und DZS. Das war auch ein alter Kollege von mir aus Steglitz. Der hat auch da immer vorne Hip-Hop-Haus. Kennst du Hip-Hop-Haus noch? Welches, wo? PX vorne, wo Schlossstraße, Schildhornstraße. Ach, ja, wo es hochgeht zur Autobahn. Genau. So, der hat immer da gechillt gehabt und so, dann habe ich mal einen Song bei dem aufgenommen gehabt und den habe ich Boogie gegeben. Den hat er mit auf Boogie und Atzen 1 draufgetan und dann sind auf einmal alle, sind Arzt und so, also Frauenarzt und Moneymark und so und halt so ein paar Leute drumherum, so aus dem ganzen Umfeld sind halt auf ihn zugekommen und haben gesagt so, Digga, wer ist das? Mm. So, wer ist das? So, war natürlich übelst wack, also jetzt aus heutiger Sicht alles richtig Dings, richtiger Schmutz so, aber so, das hat denen gefallen, das hat denen getaugt so, weil das halt so kompromisslos, so hart war einfach so. Ich liebe kompromisslos harten Rap. Das ist voll geil, Alter. Also ich finde es sogar teilweise geiler, wenn ich mir manchmal Sachen anhöre, auch wenn jetzt qualitativ nicht die geilste Aufnahme, irgendwo Home Recordings oder sowas. Aber es ist so. Hat seinen eigenen Charme. Ja, seinen eigenen Charme und Verblümtheit auch einfach. Ne? Ja, so einfach gemacht, nicht drüber nachgedacht. So, das finde ich einfach krasser. Ja. Okay, aber das Ding ist dann rumgegangen, gab es diesen ersten Buzz. Da gab es dann so die erste Resonanz dann halt auf meine Sachen so. Und daraufhin, weil er halt so eine gute Resonanz auf diesen Song, den ich abgegeben hatte, bekommen hat, hat er halt gesagt, jo, ich hab dir was klar gemacht. Und dann hat er mich halt zu Easy Beats gebracht. So. Ah. Zu Duell. So kamst du 41 Beat Fanatiker? So kam es zu 41 Beat Fanatiker. Das war schon der Zeitraum, als das Beat Fanatiker Ding so gestartet hat. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann das Album bei Easy aufgenommen. Mhm. Also bei Easy Beats das Album aufgenommen. Und Boogie hat sich um alles andere gekümmert gehabt. So wegen den ganzen Deals, wegen Vertriebe und sowas alles. Hat sich Boogie den Kopf zerbrochen so. Und wie gesagt, hab aufgenommen bei Easy, ganzen Features und sowas alles, da ist halt, egal, das will ich jetzt hier nicht sagen, aber das erzähl ich später nochmal, da war auf jeden Fall auf mentaler Kriegszustand 2004, hätte ein Feature von jemand sein sollen, Alter, der aber gesagt hat, zu dem Zeitpunkt, er wollte einen Huni dafür haben und ich habe ihm gesagt, so, Digga, ich gebe niemanden auch nur 1 Euro für ein Feature. Alter. Okay. So. Wer war das? Ja, das werdet ihr leider niemals erfahren. Alter. Ich aber danach. Ja. Und habe mir halt alle Leute rangeholt, auf die ich Bock hatte, so, weißt du? Yeah. Und auf einmal Dings, Alter, war ich mit allen Leuten connected, deren Tapes ich vorher gesammelt habe, Alter, so mäßig, so, weißt du? So ganz krass. Album fertig. So, was machen wir jetzt wegen Cover? Scheiße, wir müssen Covershooting machen. Er ruft Moneymark an, wir fahren zu Moneymark in sein altes Studio, wo er noch im Keller von seinen Eltern gewohnt hat, runter in den Keller bei ihm, also sind in so einen Belüftungsraum, Kellerraum, Scheiße reingegangen, so, haben da das Coverfoto geschossen mit so einer ganz billigen, keine Ahnung, 8 Megapixel Digitalkamera, 2000,
2004 war das. Nee, 2003, Ende 2003 war das sogar noch, weil 2004 kam das Album raus, glaube ich. So in dem Dreh müsste es gewesen sein. Dezember wahrscheinlich, 2003. So, an den Rechner rangegangen, so, was ist jetzt mit Cover? Frauenarzt, ich mach dir das. Im Endeffekt, ich war halt komplett geflasht, ne, Alter, so, das waren halt so mit meine Jugendhelden, so, ist ne, so, das waren halt die Leute, wo ich halt gemerkt habe, so, boah, geil, Alter, deutscher Rap kann auch krass sein. So, na klar, logisch, ich habe vorher auch, keine Ahnung, was weiß ich, absolute Beginner und sowas, alles habe ich auch alles totgepumpt. Bei mir, mein erstes Tape, was ich zu Hause hatte, Alter, war Vier Gewinnt von Fantastischen Viren, so. Ich habe dieses Tape gehabt, als es rausgekommen ist, Alter, da war ich 10 oder so. Aber das war dann halt wirklich diese Bassbox-Geschichte und auch diese ganze Royal-Bunker-Sache und sowas, alles waren halt die Dinger, die mich dann halt so wirklich so mit 15 dazu gebracht haben, umzudenken und von dem Hauptaugenmerk Graffiti so auf Rap umzuschwenken. So. Und dann auf einmal, 3 Jahre, 4 Jahre später, dass ich auf einmal ein Album rausbringe über Bassbox Records, was executive produced worden ist von Boogie, Alter, wo ich das Cover in dem Wohnung von Moneymark geschossen habe, Alter, und Frauenarzt mir mein komplettes Layout gemacht hat, Alter, und ich alle Features drauf hatte, die ich haben wollte. Stolz. Bis auf diesen einen, der 100 okay. Euro haben wollte. Ey, Digga, das war einfach krass so. Das war wirklich, wirklich ohne Spaß, Alter. Und danach ging es halt wirklich los, Alter. Ich bin halt überall hingekommen so und alle Leute haben mich mit offenen Armen empfangen so. Ich war ein kleiner Pisser, ich war 19, Alter. Yeah. Ich glaube, das war das Markante, was halt mir auch eingefallen ist, als ich das damals gehört habe, halt, dass du da stimmlich herausgestochen bist halt. Ne? Alle haben schon wirklich, das war so, ist oft immer dieses Wiedererkennungswert-Ding. Ja, kennst du doch, ja. Das voll oft, gerade früher, heute ist es ja irgendwie Props, wenn man sagt, du klingst wie der. Damals war es ja immer so. Ich habe halt sehr viel Rugged Man gehört. Ich habe sehr viel Nein gehört. Ich habe sehr viel DMX gehört. Alle, die eine raue Stimme so, haben. Genau, ne? Das, Alter. Und das hat mich dann halt dazu getriggert. Ich denke mir so, boah, das ist so Power, boah, das ist so geil, Alter. Und deswegen habe ich das so dann für mich so gemerkt, so, ey, wenn ich so freestyle, so, wenn ich in einer Cypher bin, so, alles cool, so, ja, alles da, so, ganz normale Stimme, so, ganz halt am Rappen, so. Aber als ich dann angefangen habe, so meine ersten Studioaufnahmen zu machen, so, und ich dann auch so Monitoring von meiner Stimme auf meinen Kopfhörern hatte, habe ich mir gedacht, so, boah, Alter, wie krass hört sich das denn an, Alter? Und dann bin ich immer tiefer, 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 weil sich das einfach immer, das hat sich so brachial angefühlt, einfach für mich, dass so meine Stimme einfach in so einer Stimmlage zu hören. Ja, das Raue einfach auch. Genau. Und wie du schon sagst, so der, ich finde gerade gut beschrieben, vom Writer zum Rapper halt auch, ne? Weil voll, die ersten großen Leute, die man cool fand, waren eher Writer. Und es waren ja auch irgendwie die cooleren damals, ne? Die Rapper Ende der 80er, Anfang der 90er waren ja Nerds, so, ne? Auch Beatmaker und so weiter, ne? Die, ja, voll, voll, voll. Die so Action gemacht haben, waren entweder so, B-Boys auch so ein bisschen, ne? Ja, so, B-Boys haben auch gut Action gemacht. Genau. Bei uns in Mamor zum Beispiel waren alles Dings entweder Sprüher oder Breaker. B-Boys, genau. Sprüher genau. Oder Breaker. Genau, entweder oder, genau. Und das war, deswegen, man hatte keins, in dem man so aufschaut. Natürlich die einzigen, dann waren Ami-Rapper halt ein bisschen cool so, ne? Ja. Du hast jetzt ein paar angesprochen so. Und die ersten coolen deutschen Rapper waren dann direkt aus deinem Umfeld halt auch, ne, die du dann gut fandest. Außer jetzt noch, okay, Royal Bunker hast du noch erwähnt, so, Summer Stadtlos, so. Ja. Aber es war immer dieses aggressive, oder? Der Style, so. Ja, wie gesagt, also, mich haben natürlich dann auch schon, wenn, also, ja, ich habe halt gesagt, wie gesagt, so mit Fanta 4 und so habe ich dann ganz normal angefangen oder halt Sammy oder sonst irgendwelche Sachen, so, das habe ich halt auch alles gehört. Ist so ein Unterschied, ob man das hört und sagt, ey, das finde ich nicht schlecht. Oder du sagst etwas, boah, das finde ich so geil und es inspiriert einen auch, was das, zu machen. Das, was mich inspiriert hat damals, waren wirklich so eine Leute wie Specs, Stieber Twins, 360 Grad Records, diese ganzen Specs Leute. Haben wir auch letztes Mal gesprochen auch da. Ja, ne? kann sein. Das sind halt diese ganzen MC Renee, so, Alter. Ja, diese ganzen, halt so diese ganzen Freestyler, so diese Hip-Hop. Das war wirklich noch Specs und Mirko Maschine war das, ne? Mirko Maschine, Alter. Ja, die so, haben, krass, Alter. Die haben einfach also dieses DJ und MC, ne? So, das ist voll geil, Alter. Feier ich übelst. Da habe ich auch diese Mirko Maschines, habe ich immer diese Dings, habe ich von Mirko Maschine, habe ich immer diese Mixtapes auch gekauft gehabt und so. Mhm. Fand ich voll geil, Alter. Das super ist cool. Hip-Hop-Support, Mann. Ja, fand ich übelst geil. Da bin ich als kleiner Dulli, Alter, mit meinem Geld, was ich dann halt von Baustellen racken mit Dings, Alter, mit irgendwelchen Bohrmaschinen, Alter, oder mit ein bisschen Tech gemacht. Gut hat. Investiert. Ja, gut investiert in Hip-Hop, Digga. Ja. Normal, Alter. Immer Dings, Marker kaufen gegangen, Alter, und Tapes gekauft, so. Ja. Naja, aber mit der Erfahrung, wie du gesagt hast, Struggle, Hustle, Clown, Ticken,
Und dann halt Mucke, es sind halt wirklich viele Sachen, die aufeinandertreffen. Ja, voll, und der Lifestyle vor allen Dingen auch. Wie hast du denn überhaupt dieses Gangzeitalter empfunden? So, weil, wie du gerade beschrieben hast, da schwingt eine Menge Stolz mit drin. Ich kann mir vorstellen, als du dann bei Bossbox dann drin warst und da war, hattest du dein Tape. Boah. Das war schon eine Errungenschaft. So auf die Kacke hauen, Alter. Und kannst du das ein bisschen näher ausführen vielleicht? Weil ich glaube, das ist ja heutzutage nicht mehr so, ne? Dieses, wenn man als kleiner Junge in der Siedlung aufwächst halt und die Älteren und Großen, die das Sagen haben auf der Straße und bis man vielleicht einer von denen wird, ne? Überhaupt dieses erste Mal mitlaufen mit denen, dabei sein zu dürfen, mal mitfahren oder als die Partys anfingen und so weiter. Dieser Schritt vom, sag ich mal, wie du sagst, vom kleinen Pisser zum vollwertigen Mitglied, so, ne? Ja, wie gesagt, halt so dadurch, dass ich halt so eine ambivalente Kindheit hatte, so in manchen, so eine, in einer Straße bin ich voll uncool so und voll werd gemobbt so mäßig und auf der anderen Straßenseite bin ich schon wieder so voll gehypt, weil ich irgendwie was gerade starte, was ich halt geil finden, so. Das war halt wirklich so für mich immer so eine Sache, darauf musste ich überhaupt erstmal klarkommen, so. Aber halt wirklich diese Aktion so, dass ich dann halt wirklich sagen konnte, alles klar, die Leute, die ich selber gepumpt habe, geben mir auf einmal ein positives Feedback und haben Bock, mit mir abzuhängen und haben Bock, mich mitzunehmen auf irgendwelche Shows oder dass ich mit denen auf irgendwelche Partys gehe oder so. Das war der absolute Hit. So. Das hat mir so viel Energie gegeben und so viel positive Energie, was halt durch Rap kam. Das kam durch Hip-Hop so. Wenn ich dieses Hip-Hop-Ding und dieses Rap-Ding und Graffiti-Ding nicht für mich entdeckt hätte, so, weiß ich nicht, ob ich irgendwann irgendwo überhaupt angekommen wäre. So. Und heute geht's mir gut. So, heute geht's mir wirklich gut. Ich habe einen guten Job, ich mache Musik, kann damit auch noch Kohle verdienen, habe eine gute Wohnung, habe ein funktionierendes Umfeld, so, habe gute Freunde, so. All das, sage ich ganz ehrlich, so ohne Rap und ohne Hip-Hop hätte das, wäre das für mich nicht heutzutage so, wie es ist. Genau so, top, das, so sollte es auch sein, weil wenn man erst mal Respekt und Anerkennung dann halt durch so eine Sachen, das sind ja positive Sachen, durch die man das gewinnt halt, ne? Natürlich. Ich finde eher der negative Aspekt ist halt, wenn du deine Diebeskünste weiterentwickelt hättest oder, weißt du, so, es gibt ja viele andere kriminelle Eigenschaften, wo man merkt, hier und da hast du Talent und dann hast du halt Anerkennung von einer professionellen Bande, sag ich mal, ne, so, und das ist halt nicht dasselbe, wie wenn du Crewmitglied wirst in einer Gruppe wie Bossbox halt, ne? Ja, oder auch wenn es da auch natürlich im Hintergrund hier und da auch Mitläufer gab, die ausfallen wurden und so weiter und ein bisschen schiefe waren, ja, und so weiter. Natürlich, da gibt's ja überall so. In jeder Clique gibt's ja immer ein, zwei Ausfälle so, und auch bei Bossbox war das natürlich so, dass es ein, zwei Ausfälle gab. So, ich habe auch so, wie soll ich sagen, so, ich habe zwei Alben über Bossbox released und habe damit mehr released als Mitglieder von Bossbox, die seit Anfang an dabei gewesen sind. So, weißt du, weil es gibt Mitglieder von Bossbox, die am Anfang an dabei gewesen sind, die haben noch nicht mal ein Album rausgebracht. Worauf ich hinaus wollte, war, als No-Name sich einen Namen zu machen halt, ne? Und halt Anerkennung, wie du schon gesagt hast, von denen bekommen, die man selber gefeiert hat, ne? Und es waren ja auch Leute aus der Szene, es waren Macher halt, ne? So, wenn du anfängst, ein Writer zu werden und das erste Mal ein Train machst oder sonst was, ne? Und irgendwann dann die Props bekommst von alten Hasen, die Legenden sind in dem Bereich halt, ne? Dann ist das halt was Besonderes. Heutzutage fällt mir, also ich weiß nicht, ob die Bedeutung sich verschoben hat, wenn man, es kommt mir vor wie ein Downgrade, ne? Man hat versucht, vorher Anerkennung von den Großen zu bekommen. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass man versucht, einen Schulhof zu erobern, um eine große Nummer zu werden. Also man will halt oder man muss halt, um nicht irrelevant zu gelten, eher Kinder von seinem Shit zu überzeugen, um dann viele Zahlen zu sammeln, Streamings oder Views oder wie auch immer halt. Weißt du, was ich meine? Dass sich dieses Ding verschoben hat. Ja, ich weiß, was du meinst, dass es eher darum geht, so die unter die nächste Generation irgendwie zu beeindrucken und nicht die darüber stehende. Boogie sagt immer so schön, wer die Vergangenheit nicht ehrt, hat kein Recht auf die Zukunft. If you don't know where you're coming from. Das ist, DMX-mäßig, you don't know where you go. Das so, und das trifft es einfach immer wieder auf den Nagel auf den Kopf. So. Natürlich ist es wichtig, zu schauen, dass man Leute erreicht damit so.
Aber für mich persönlich, also ich weiß nicht, bei dir wird es wahrscheinlich auch noch so sein, oder? Dass du wirklich eher darauf dann, dass es dir mehr bedeutet, wenn dir jemand, der länger dabei ist als du, Props gibt für den Weg, den du gehst und den Weg, den du geschafft hast. So. Das Problem ist aber, glaube ich, bei den heutigen Rappern oder MCs oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie man das überhaupt betiteln soll. Wir brauchen neue Worte. Wirklich, wir brauchen ein neues Wort, eine neue Bezeichnung für solche Menschen. Die gehen ja nicht mit dem Aspekt daran, Rap zu machen, weil sie Hip-Hop sind. Die haben ja gar keine Ahnung von Hip-Hop, Alter. So, nicht nur Ahnung, auch nicht gelebt halt. Ja, ne? Genau, das ist so. Ja gerade einfach so. Die sehen einfach dann irgendwas, natürlich sind das dann vielleicht auch die falschen Vorbilder oder die falschen Illusionen, die denen gegeben werden, so von irgendwelchen Rappern, die dann halt im Fernsehen sehen oder sonst irgendwas. Aber das verwischt, glaube ich, einfach dann langsam so. Da sind irgendwelche... Ich kann jetzt keine Namen nennen. Ich habe auch gar keine Ahnung, ob wem es jetzt zutreffen würde, so, aber ich denke, da wird es einige geben, so, die wirklich krassen Gangster-Rap machen, so, aber trotzdem extrem Hip-Hop sind und die schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren dabei sind locker oder sowas. Und dann werden die heranwachsenden MCs oder Rapper oder Musiker davon so beeinflusst in den letzten 2-3 Jahren, dass sie jetzt anfangen zu rappen und auf einmal werden die aber eine große Nummer. Die haben aber nicht angefangen zu rappen, weil sie irgendwas mit Hip-Hop zu tun hatten, sondern weil sie auf einmal sich gecatcht gefühlt haben von diesem Straßenfeeling, was dieser Rapper einfach rübergebracht hat. Aber dieser Rapper ist Hip-Hop. Ja. Yeah. So. Ich meine, nehmen wir zum Beispiel auch 187 Straßenbande. Digga, die sind doch Dings, Alter. Die sind doch Hip-Hop. So, weißt du, was ich meine? So? Ja. Die sind zwar auch Straßen und verkörpern auch dieses Straßenrap und sowas alles, aber die sind ja auch Hip-Hop. So, die haben ja so viel mit Graffiti und mit diesem ganzen Drumherum alles zu tun. Das ist doch krass. Ich meine, guck dir doch allein einen Bones an. Der hat jetzt, keine Ahnung, 2 Single oder sowas oder die dritte Single schon mit Frauenarzt gemacht. Der hat es nicht gemacht. Der wird natürlich auch gesagt haben, weil Frauenarzt ein krasser Rapper ist. So. Aber... Der denkt sich auch einfach so, Digga, Frauenarzt einfach Legacy. Mhm. Digga, ist einfach einer der Kings aus Berlin, Alter. Ich gebe zu 2 Punkte vielleicht, dass man das nicht so verbittert sieht, so, weißt du, oder unsere Generation jetzt dann sagt, ah, die Kleinen und die sind so und so, sondern eher so, dass es auch mal aus der Perspektive, wir haben vielleicht viel gedickt, was vor uns war. Das war halt auch etwas, wofür man Props bekommen hat. Das war, man hat sich so. Der Wagner auch nicht so groß, Alter. Du konntest einen guten MCs, konntest du an 2 Händen abzählen. Genau, und es war übersichtlich und plus konnte man halt der Nachholbedarf schnell, also überhaupt, es gab nicht so viel nachzuholen. Man, vielleicht so 2 Jahrzehnte. Wenn heutzutage einer Rap eintaucht, da hat er erstmal 40, 50 Jahre Hip-Hop-Geschichte nachzuholen. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Und vielleicht auch die technischen Tools, die sich auch geändert haben. Ne? Also wenn jetzt heutzutage über Instagram, TikTok oder überhaupt so ein Begriff wie Instagram-Rapper oder sowas, sagt schon eigentlich einiges, aber dadurch halt hohe Zahlen erreichen kann, wie du schon gesagt hast, vielleicht hat ihn ein echter Hip-Hopper ja inspiriert. Aber dieses junge Talent hat vielleicht eine angenehme Stimme. Und kann dementsprechend gut flowen und bringt vielleicht auch äußerlich was mit, was populär ist. Mhm. Ne? Der hat vielleicht einen coolen Modestil, der in ist oder im Trend ist und die Mädchen fahren auf ihm ab, sagen wir mal. Und der erreicht halt viele große Zahlen durch diese neuen Tools im Internet. Ja. Ist es dann vermessen, wenn dann so eine alten Säcke wie wir kommen und sagen, ach, du bist nicht richtig Hip-Hop und so, weißt du? Aber es ist doch nicht Hip-Hop. Natürlich nicht, ja. Also natürlich nicht. Ich versuche. Wir verstehen uns. Ja, ja. Ich versuche, diese Grube, ne, die dazwischen so ein bisschen, vielleicht eine kleine Brücke zu bauen oder ja, sowas. Ja, es ist eine Musikrichtung, die in Spektrum Rap stattfindet. Okay. Aber es ist halt nicht Hip-Hop. Die haben Rap genommen und haben sie wirklich von Hip-Hop irgendwie separiert anscheinend. Ich weiß es nicht. So, ich meine, gucken wir uns so eine Sachen wie Marc Ecko oder sowas an, so irgendwelche Graffiti-Klamotten oder sonst irgendwas so. Das ist ja dann auch schon wieder so Mode, so. Das ist ja dann auch schon wieder so irgendwie so ein Stück von den Hip-Hop-Elementen genommen und irgendwie in eine andere Industrie mit reingezogen. Und genauso ist es halt auch mit dieser Musikgeschichte, denke ich so. Klar, es ist Rap. Es findet im Spektrum Rap statt, so, aber es ist nicht Hip-Hop. Weil, Digga, hast du Beat Street gesehen? Mhm. Was ist das? Was ist das? Willst du mich verarschen, Alter? So. Ich glaube, also safe, die Mehrheit weiß nichts davon. Ist nicht, Digga. Wenn ich sage, wer ist Raymo, what? Ja, Digga, ganz ehrlich, der Boogaloo Shrimp, Alter. Yeah. Bester Mann, Alter. Ja, Mann. Alter. Aber so, Beat Street, ja geil, Alter, habe ich doch gesehen. Diesen einen T-Shirt-Aufdruck, Alter, bei H&M habe ich doch gesehen. Wu-Tang habe ich doch gesehen, diesen T-Shirt-Aufdruck. Ja, schwierig, aber die Stimmen werden laut, aber mich ärgert das dann halt wirklich, allein schon, wenn wir es jetzt wieder, lass mal wieder reinzoomen in unsere Welt hier, weil du Battle Rap schon angesprochen hast auch, wenn
wie oft kommst du und Judge zum Beispiel oder Bass und Delivery, weißt du so? Ich finde deine Meinung nach wie vor immer sehr ist gefragt halt, ne? Aber es das so, also sowieso von allen Kennern und Leute, die wissen und auch deine Legacy kennen und alles, ne? Aber wenn wir jetzt jemanden, ne, was heißt nur jemanden, es ist ja keine Minderheit mehr, es sind ja, sagen wir mal, von jungen Zuschauern, die jetzt 2, 3, 4 Jahre, lass es 5 Jahre sein, dabei sind und Battle Rap verfolgen, ja, und dann fragen, wer ist denn dieser Rako? Warum gibt der immer seine Meinung zu Battles ab? Und dann frage ich mich, wer bist du denn eigentlich? Ja, Kunden, also ich meine, denkst du, ich finde die Frage ja auch an sich, ist ja auch vollkommen in Ordnung. So, solange wie es nicht irgendwie probiert, abwertend zu sein oder sonst irgendwas, so, okay, du bist dann einfach nicht auf den Knowledge-Stand, wo dann halt wirklich ein Hip-Hop-Head ist oder hast dich halt nicht mit mir dann auseinandergesetzt, so mit meiner Legacy, so. Ja. Ist vollkommen in Ordnung. Aber bevor man so eine Frage stellt, kann man doch wenigstens erstmal kurz, gib doch mal meinen Namen bei Google ein. Ja. Bro, gib doch mal meinen Namen bei Google ein. Okay, gewisse Portion Ignoranz gehört auch dazu, aber ja, sagen wir mal, für so einen durchschnittlichen Battle-Rap-Fan, wenn wir den charakterisieren, ist natürlich auch nicht so leicht, ne, so, aber der hört einfach, der ist jetzt seit 3 Jahren dabei, ne, so, und dem ist dann auch die Meinung von einem, der auch 3, 4 Jahre rappt, vielleicht sogar wichtiger. Das ist so krass halt, ne, so. Ah, das ist Dings, Alter, das ist aber schon, wenn man so beschränkt ist, so, Alter, dann kann man auch sagen, alles klar, dann gehe ich lieber zu einem Arzt mit einem schweren Beinbruch, offenem Beinbruch, gehe ich lieber zu einem Arzt, der gerade frisch seinen Doktortitel gemacht hat, anstatt dass ich zu jemandem gehe, der schon 30 Jahre praktiziert, so. Also, es macht doch gar keinen Sinn, eigentlich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Also, so sollte es auch sein. Das ist ja zu dem Thema auch, das war ja in meiner Jugend ja auch so, ne? Also, wenn irgendwie die aktiven Leute, die ich gefeiert habe, weißt du, so, sagen, der und der ist krasser, dann, wer bin ich denn, dass ich sage, nee, ist nicht so, weißt du, was ich meine? Die können sich dann vielleicht in dem Moment einfach mit der anderen Person besser identifizieren, so. Ja, aber die sind aus einer Generation, die sprechen teilweise vielleicht dieselbe Sprache und so, also in der Terminologie meine ich jetzt so halt, ne, ja, dass die dann sagen so, ey, so rede ich auch gerade, das sind halt die Jugendworte des Jahres, und die verstehen sich dann halt so, ne? Aber trotzdem, um da nochmal drauf einzugehen, Battle Rap. Für die es nicht wissen. Dein erster Gegner war Jir? Naja, mein erster Gegner war Jir, würde ich jetzt nicht unbedingt aber sagen. Aber sagen wir, der erste so offizielle große Battle, oder? Ja, das war damals Maxim Memorial Jam. Birkler Park, genau, Alter. Erzähl. Das war. Ich mag so Dings, so Story. Es gibt keine. Boah, Digga, Alter, dieser Dings. Auch wieder sowas Typisches. Auch wieder sowas Typisches. So, Boogie hat mich mitgenommen, so, und Boogie hat mich halt immer vorgeschickt, so, ne? Boogie hat mich halt immer vorgeschickt, weil Maschine, Alter. So, war auch immer, wie gesagt, natürlich, wenn man jetzt so darüber im Nachhinein so, wenn irgendwelche Leute früher gekommen sind und gesagt haben, so, Rako, rap mal ein bisschen so, dann hat man es gemacht, so. Wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, yo, Rako, rap mal was, so, einfach irgendwie, irgendein Random oder irgendjemand, auch von mir aus, auch von meinen Freunden und so. Digga, ich bin doch nicht dein Pausenclown, so. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich bin doch nicht dein Tanzbär, Alter, wo du so machst, Alter, und der fängt an zu rappen, so. Jukebox. Ja, genau das, Alter. So. Aber früher war das halt wirklich so gewesen, Digga, ich habe da eine halbe Stunde, Stunde einfach durchgemacht, Alter. So, fuck off, Alter, wie viele Dings, Alter, wie viele Sessions. Auf meinen ersten Alben war es auch immer so gewesen, dass ich da immer irgendwelche Freestyle, also ich habe immer einen Track gehabt, bei den ersten 3 Alben oder 4 Alben, immer einen Track gehabt, den ich einfach gefreestylt habe, so. Und lange Rede, gar keinen Sinn. Ich bin mit Boogie da gewesen und dann hieß es halt, yo, Freestyle-Veranstaltung, bla, die Stars hier, so ein bisschen Battle-Rap und so. Ich weiß gar nicht, hatten die da einen Ring aufgebaut gehabt? Warst du ach da so, gewesen? Ja, ach, das war das gar nicht, es gab ja mehrere, aber es war nicht das Ding, was drinnen war, das war am Hof, ne? Bei dem, das war zuerst draußen ja, und danach ging's rein. Ach so, ich erinnere mich an gleich, den, okay. Das war zuerst draußen, okay. dann wurde es nach innen verlegt, okay. Am gleichen Tag. Ja. War das aber dein erstes richtiges Battle? Also jetzt nicht diese Hof-Battle-Styles, ne, so auf der Straße? Mein erstes Battle, jetzt kommen wir dazu, Alter. Oh. Ich glaube, das war IFA 1999. Das war ja lange davor dann. Ja, IFA 1999, ich habe ja schon davor, wie gesagt, habe ich ja schon mit Freestyle und Battle. Ja, also sowas dann, alles. Das war 2003, glaube ich, dann 2004, ne? Was? 4 Jahre davor. Achso, ja, so um den Dreh. So. Ich glaube 99 oder 2000, ich weiß nicht mehr genau, welche IFA das gewesen ist. So. IFA, Freestyle-Turnier, ging um einen Monitor. Ich glaube, es war damals cool, dass dann auf einmal ein Flatscreen rauskam oder irgendwie sowas. Oder was weiß ich, TFT oder irgendein Müll, Alter. Durch das ganze Turnier auf der IFA durchgemogelt, Alter. Dann zum Schluss gegen unseren Freund
dann Salomo. Ach, der war dein erstes Battle? Das war mein erster, also von dem ersten richtigen Battle, was so richtig ist, ja, war mein erster Finalgegner Ben Salomo. Oh, krass, Alter. Kannst du dich daran noch erinnern? Joker. Also, er hieß noch nicht mal Ben, stimmt. Joker. In der Zeit hieß er, da war er noch Flo Joes Zeit. Ja, mit dem Krebspatienten. Genau. Das, und die habe ich halt auch gedickt so. Ja. Und dann habe ich auf einmal einen Dings, Alter. Dann habe ich auf einmal einen Joker vor mir, Alter, ja, dessen scheiß Vinylplatte ich zu Hause habe, Alter, ja, wo dann auch ein Fork und sowas alles drauf war. Ja, stimmt. Fork. Wie war das Battle? Erinnerst du dich ein bisschen? Gibt's irgendeine Line? Ich mag ja sowas. Das ist zu lange her, ja. Ich weiß durch aber, meinen Kiffkopf, Alter. Okay, ich bin so lückenhaft, Alter. Du kannst mir von Battles erzählen. Ich weiß ja halt, dass Battle Rap eigentlich, es ist auch ein bisschen paradox, für Straßenrapper eigentlich eine ganz softe Nummer war. Ne? Das war eher sowas, ist nichts für uns, was machen die denn da? Heutzutage wiederum ist das, was Battle Rap früher war, extrem rough und extrem raw gewesen zu dem, was heute Battle Rap ist. Du warst auch einer derjenigen, die schon mit psychologischen Tricks gearbeitet haben, vielleicht auch unbewusst, indem du mit bei ganz miesen Leuten aufgetaucht bist in Battles und den Gegner dann schon etwas eingeschüchtert hast. Ich meine, das war auch normal, ne? Ja, natürlich, guck mal, in Berlin war das dann halt wirklich so, wirklich jetzt an jeden Battle-Rap-Fan da draußen so, es tut mir leid, aber es war einfach so früher in Berlin, so das Gesetz der Straße, so fressen oder gefressen werden, Digga. Ja. Derjenige, der die größten Eier auf den Tisch gepackt hat, so, der hat die besten Chancen gehabt. Ich habe mir die größten Schwarzkopf-Versammlung vorne bei mir in die ersten Reihe gestellt, Alter. Bin auf irgendeine Battle-Rap-Veranstaltung gegangen, so. Und dann ist das Ding eigentlich schon so gut wie gelaufen gewesen, so. Die haben schon gar keinen Bock mehr gehabt. Yeah. Ich kann so wirklich behindert. Also einfach, allein, weil es kein Regelkonstrukt gab. Es war total unkultiviert, aber es gab auch, Es war Steinzeit, Mann. Also auch das und, du musstest auch dahinter stehen, was du sagst. Natürlich. Heutzutage ist es wie zwei Welten. Die Leute sprechen sich ab, die sagen halt, ey, ich meine das nur im Battle und außerhalb Leute, der auf die Fresse bekommen haben. Das meine ich ja. Also wenn du das nicht außerhalb eines Battles sagen kannst, dann kannst du es auch nicht in dem Rap sagen. Ja, genau, das hat sich extrem verändert halt, ne? Dass es halt mehr Theater heutzutage ist halt, ne? Ja, das ist dann aber auch, man, so ganz ehrlich, das waren ja wirklich, keine Ahnung, das waren ja hunderte Battles auch, an denen ich teilgenommen habe, so, weißt du? Und dann, wie gesagt, dann hat man da eben so ein paar Leute mit dabei gehabt, so, dann durch dieses, so wie ich halt rappe, so wie ich halt meine Songs aufnehme, so in der Stimmlage rappe ich dann natürlich auch und dann brülle ich den Gegner an, so, und dann stehe ich auch wirklich ein Millimeter vor seiner Stirn, Alter, und schrei ihn an, Alter, so, und dann denkt er sich auch, okay, scheiße, Alter. Oder dass irgendwelche Jurymitglieder, Alter, keine Ahnung, die irgendwo aus NRW kamen oder sonst woher, Alter, kommen die nach Berlin, Alter, machen hier irgendeine Veranstaltung, sollen irgendwas judgen und die können das nicht judgen. Die können das nicht judgen. Das funktioniert nicht. Das sind irgendwelche Dings, Alter, wirklich richtig so Deutschrap-Pioniere gewesen, die noch, keine Ahnung, Alter, vor Bassbox unterwegs gewesen sind. Das ist so, die konnten nicht. Wenn die hier in Berlin gewesen sind, ging nicht. Ja, Mann. Ging nicht. Ja, Mann. Ich frage mich voll oft, also es ist so ein sehr fiktiv natürlich und utopisch so, aber wenn ich manchmal Rapper von heute sehe und dann stelle ich mir mal vor, die werden vor der Crowd von damals. Die werden hätten auf die Schnauze bekommen. Ja. Digga, die hätten auf die Schnauze bekommen. Wir haben die Leute. Ich kann nicht, sing's wirklich nicht. Es tut mir voll leid, wirklich so. Weil jetzt im Nachhinein so, ich bin älter jetzt und so, früher war es einfach so. Was willst du machen? Du kannst dich daran drehen. Mir ist es unangenehm sogar teilweise. Ja, es ist halt so, ich meine, es ist krass auch, wie es teilweise aber auch gefeiert wurde. Wenn ich mich jetzt erinnere, halt, wie taktlos mal das Mic einfach wegnimmt und tausendmal Huch und so schreit und dann halt da so, wer hat es moderiert? Steiger oder so, ne? Dass dann halt, man kann sich halt nicht so richtig durchsetzen und die Leute feiern das auch teilweise, ne? So, oder überwiegend sogar, ne? Ne? Und das würde heute niemals funktionieren. Stell dir mal vor, heutzutage nimmt einer dem anderen das Mic weg und du brüllst ihn einfach so nieder. Wir haben Dings, Alter. So, Boogie hat mir früher immer, wenn wir auf Battles gegangen sind, hat er mir so als Glücksbringer-mäßig so, hat er mir immer so seine BC-Kette umgehangen. Ah. Hat mir so nach dem Motto so, wenn ihr jetzt mit Rako fickt, fickt ihr mit BC. Okay. So, hat er mir diese Kette umgehangen, Alter. Ich kann mich noch genau daran erinnern, Alter. Einmal stehe ich da irgendwo in einem Halbfinale oder keine Ahnung, ja, Halbfinale müsste das gewesen sein, so. Und auf einmal mein Gegner sagt, BC, was ist das? Steht das für Biter Crew? Oh, Digga, shit. Alter. Und ich denke mir so, shit. Ist das dein Ernst, Alter, so. Und Berlin Crime ist wirklich eine Nummer, Alter. Ja, weißt du, Berlin Crime ist wirklich eine Nummer, vor allen Dingen zu dem Zeitraum gewesen, Alter. Was du weißt nicht, wie schnell die Bühne voll war. Ja. Und Burn Fire! Es ist so ernst, die Schuhe kommen weg und die Schuhe sterben!
der Schuh. Ich weiß am Mikrofon, der Bild nicht sein. Das ist nur mein Buch. Und das sind die Methode. Ich bin am Mikrofon und ich krieg die Methode. Die erste Reihe, ja, die macht ziemlich viel Lärm. Doch dass ich da hinten bin, das werdet ihr lernen. Ja, Mann, pass auf, denn das ist. Okay, pass auf, muss ich dir erklären, pass auf, guck mal, er kennt euch nicht, hört auf, das ist doch Quatsch, was soll denn das, es wird mit Worten. Darüber geärgert, er kennt uns nicht, er würde jetzt, wenn Steiger nicht da wäre, aufs Ohr kommen, aber es ist auf dem Battle-Niveau, man sagt, hört auf Bülow, Steiger, lass uns ruhig bleiben. Das war sein letztes Battle dann, nehme ich an. Nö, das war aber auch, da war auch Steiger da gewesen, okay. da hat er auch probiert dann zu schlichten, so, und dann meinte ich halt, ja. Ist halt so, Alter. Was soll ich jetzt machen? Wie siehst du denn heutzutage die Entwicklung dann von Battle? Also, weil es hat halt positive und negative Aspekte, Vor- und Nachteile. Es ist kultivierter, disziplinierter geworden. Die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Es trennt sich aber auch einiges, der Teil, ne? Guck mal, ich sag dir ganz genau, der Teil, wo ich ausgestiegen bin aus dieser Battle-Rap-Szene, aus dieser Freestyle-Battle-Rap-Szene, als die Leute auf einmal angefangen haben, vorgeschriebene Lines mit reinzubringen. Da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Als ich dann bei diesen 101-Turnieren da gewesen bin und mit Gier zusammen nach Dortmund gefahren bin, so, da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, weil ich habe gemerkt, die haben geschrieben. Da schon sogar. Die haben schon geschrieben, kann mir keiner erzählen. So. Da habe ich dann schon langsam gemerkt, Digga, ich habe keinen Bock mehr. Meinst, wie ist ja mal so ein Huhn und Ei-Ding, ne? Sind die MC schuld, die MC-Ehre mit Füßen treten und sagen einfach Scheiß drauf, ne? Ich fake jetzt hier rum. Oder sind es die Zuschauer und Fans, die sagen, mir scheißegal, ob es gefreestylt oder getextet ist, ob jemand sportlich ist oder unsportlich ist, was Fair Play ist? Boah, das ist voll die komplizierte Frage, Alter. Hab ich sie kompliziert gestellt? Nein, du hast sie nicht kompliziert gestellt. Okay. Das ist eine komplizierte Frage, um sie zu beantworten. So. Kann man das jetzt einfach so hinnehmen, wie es ist und es akzeptieren, so wie der Wandel vom physischen Verkauf von CDs über Stream, dass der Stream auf einmal die physischen Verkäufe so zur Seite geschoben hat. Kann man das miteinander vergleichen? Ich glaube, es ist einfach ein Dings. Ich glaube, es ist einfach so ein Wandel der Zeit. So. Das ist einfach eine Metamorphose, die diese ganze Sache einfach durchmachen musste, vielleicht sogar auch. Und qualitativ will ich auch gar nicht sagen. Das ist ja super. Qualitativ ist es ja mega gut so, wenn man dann da auch mal irgendwie was reinstreuen kann, was man irgendwie schon so vorbereitet hat, mehr oder weniger. Den Bogen, den du gerade gespannt hast, wolltest du noch was ausführen? Nein. Den Bogen, den du gerade gespannt hast, so mit den CD-Verkäufen und so, das hat ja auch andere Stars quasi hervorgebracht, einen anderen Typ Star. Genau. Ich würde mal jetzt einen Bogen wagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das miteinander vergleichbar ist, aber ich denke jetzt mal dabei an den Krieger, an den Kämpfer. Sagen wir mal, du bist ein großer Fan vom Soldatentum, ne? Oder von kriegerischen Handlungen, Typen, so, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt Soldaten fragen würde, die den Übergang, sagen wir mal, vom 19. zum 20. Jahrhundert oder so, sagen wir mal so, obwohl, da gab es auch schon Schusswaffen, aber worauf ich hinaus will, ist einfach so, was ist mehr Krieger? Die Leute, die so Braveheart-Style mit Axt und Pfeil und Bogen und Schwertern gekämpft haben und das waren halt alles so eine richtigen, weißt du, was ich meine, großartigen Kämpfer. Ja, aber das Ding ist ja dann so, du willst ja im Endeffekt, willst du gewinnen und du nimmst die genau, Mittel, die dir zur Verfügung hast. Genau, und dann kommt jetzt Neuzeitalter von Krieg und sagen wir mal so computermäßigen Drohnenkampf oder überhaupt Schusswaffen in dem Sinne halt, ne, so, du kennst die Meinung auch auf der Straße und so, weißt du, so ein Messer ziehen oder eine Waffe Abzug drücken kann jeder, aber wirklich kämpfen hat mehr Respekt, genau. Das Herz und das Eier. Eier, genau, weißt du so, ist das vergleichbar in der kämpferischen Haltung eines Battle-Rappers halt, ne? Wenn du jetzt schon sagst, so, ja, früher musste man halt wirklich als MC sich durchsetzen. Man hat halt, Freestyle ist die einzige Disziplin, wo man null faken kann. Wenn du ein Konter gesetzt hast, hast du ein Konter gesetzt, ne? Selbst im Written Battle wird sehr viel zusammengeschrieben halt, ne? Wie viel Props gebührt denn dann noch dem Rapper? Weißt du, worauf ich hinaus will halt, ne? Das habe ich mich auch schon immer, also was heißt immer gefragt, aber so seit, keine Ahnung, seit ein paar Jahren frage ich mich natürlich auch so, wie viel kann man davon jetzt überhaupt noch dann
für wie viel Zuspruch kann man diesen MC dann jetzt auch noch geben, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. So. Wenn dann da auf einmal 5 Leute hinterstecken, so. Mhm. Mit diesen ganzen Ghostwriting-Geschichten jetzt auch bei Battle-Rappern so. Mhm. Digga, ganz ehrlich, was ist das so? Das ist wie Doping, Alter. Das ist so wie, keine Ahnung, Alter. Ich will jetzt keine politische Diskussion vom Zaun brechen, aber wie halt Männer, die sich als faul fühlen und dann auf einmal Olympiagold bei den Frauen holen im Schwimmen. So. Mhm. Weißt du? So, das ist genau das Gleiche. So, das ist nicht so, das passt nicht, das passt nicht. Mach doch, diese MCs sollen doch einfach das machen, was sie können, um sich danach selber auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, ich habe das aus meinem eigenen Blut, Schweiß und Leistung erreicht und aus meinem eigenen Können oder durch mein eigenes Können. Und das ist doch viel mehr wert. Kann man sich danach noch in den Spiegel angucken? So, das ist die Frage. Naja, der Erfolg, es gibt ja dieses Zweck heiligt die Mittel-Ding. Ne? Und der Erfolg gibt den Recht, wenn die dann sagen, ey, ich habe mein Publikum. Mich feiern so und so viele Leute, weißt du so. Und ist doch egal, wenn ich 3 Leute frage, die besser schreiben können als ich, die viel mehr schnell auf Reim bekommen als ich. Aber dann kannst du nicht in so einer, dann kannst du nicht in so einer Konstellation oder nicht in so einem, nicht in so einem Universum stattfinden, was eigentlich darauf ausgelegt ist, dass jeder seine eigenen Eier auf den Tisch zu legen hat. Weißt du, was ich meine? So, das ist ja, so, es gibt ja viele Künstler, wie gesagt, die in der Sparte Rap angesiedelt sind, die aber null mit Hip-Hop zu tun haben, die super krass erfolgreich sind und ich gönn's auch jedem so und die machen auch krasse Musik, scheiß drauf, ob es jetzt, wie gesagt, irgendwelche Shirin Davids oder sonst irgendwas sind, super krasse Musik, so, das ist brutal produziert und ich feiere das und das kannst du aufdrehen und ist alles geil, so. Aber das ist halt nicht Hip-Hop. So. Und genauso ist es bei diesen Battle-Rap-Geschichten, wenn dann da irgendjemand sich mit irgendwelchen anderen Leuten zusammensetzt und halt diese Written Battles schreibt, dann ist das für mich halt nicht Hip-Hop so. Wenn man das mit einem zusammen macht, okay, vielleicht so. Aber was ist denn Dings so, ganz ehrlich? So, dann setze ich mich mit dir hin oder was weiß ich, setze ich mich mit einem Takt 32 hin oder sonst irgendwas. Alter. Ja, dann ist doch klar, dass alles gefickt ist. Ja, ja, das also ich habe ehrlich gesagt auch mich schon dran gewöhnt und kein Problem damit. Nee, im Battle einfach so Dings, eine devote Haltung eingenommen. Ja, voll so resigniert. Ich lasse es einfach geschehen. Nee, was willst du dagegen denn machen auch, ne? Also, wenn ich meine jetzt auch resigniert eher im Musikbereich, weißt du? Ich meine, da ist halt so, okay, wenn es so eine Art Pop-Rap halt gibt und wenn es einen, wenn es Performer gibt, ja, die wirklich eine coole Attitude haben, ein gewisses Aussehen mitbringen, so ein gesamtes Paket mitbringen, aber die sind jetzt keine Lyricists, ne, die sind keine MCs, die sind im Studio, die sind Performer halt und die legen es auch offen und geben den Writern auch ihre Credits. Ja, das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Dann meine ich ja, dann hat es, da ist halt kein Ghostwriter, sondern ein Songwriter. Ja. Aber im Battle-Rap, ja, da ist, wenn sich Battle-Rap von Hip-Hop entfernt, damit habe ich wirklich ein Problem. Natürlich, aber es ist ja schon soweit. Ja, das sag, also, sag ich ja. Man müsste das dann halt ganz klar deklarieren. Wie gesagt, ich habe mit gar keinem Problem, das ist mir scheißegal, die sollen alle machen, was sie wollen, Alter. Also, die sollen die Dings, Alter. Also von mir aus auch, was weiß ich, keine Ahnung, zum Beispiel dieses Toby High Outing. Ja. So. Fand ich super krass, fand ich super krass zum Beispiel, Alter, so. Mir ist doch scheißegal, ob jemand jetzt nun Frauen liebt, Männer liebt oder sonst irgendwas. Ja, pass auf. So, im Endeffekt ist es genau das Gleiche, Alter, so, weil soll doch jeder einfach das machen, was er will, aber klar das deklarieren, klar das deklarieren, worauf er sein Fundament aufgebaut hat, so. Es ist scheißegal, ob du deine Texte nun selber schreibst, ob du die Texte selber schreiben lässt, irgendwie von irgendjemandem, oder ob das ganze Gruppen sind, die dann zusammen in einer, jeder kann doch machen, was er will, also, aber steh dazu, was du machst, steh dazu, was du sagst und stehst an welcher Position. Okay, also beschränkt sich unsere Kritik, weil da sind wir schon auf einem Nenner, dass es nicht darum geht, dass man sich was schreiben lässt, sondern nur damit real umzugehen. Das solange es real ist, wie du sagst halt, wenn ein großer Künstler sagt, ey, ich hole mir Songwriter, um ein geiles Produkt zu schaffen, dann ist das völlig in Ordnung, besonders wenn der Songwriter dafür bezahlt wird und seine Credits bekommt. Finde ich völlig in Ordnung. Natürlich. Okay, wie ist es mit, warum jetzt deswegen, also kritisieren wir nur das Fake im Battle-Rap, weil wo ist denn der erste Battle-Rapper, der sagt, naja, okay, die Line habe ich von dem und dem. Stell dir mal vor, nach einem Interview, nach ein Rapper, der ein Battle gewinnt, ein großes Battle, und im Interview wird er sagen, diese 3-4 entscheidenden Lines, die enthaupten waren, die kommen von jemand anderem. Nein, ja, das meine ich ja gerade so. Das muss man von vornherein, das wird niemals jemand machen. So. Deshalb, so, also, ist halt keiner. Also deswegen ist sollte man eigentlich, ja, deswegen ist es fake. Ja. Safe ist fake so. Deswegen sage ich ja, es ist ja scheißegal, wer was macht oder sonst irgendwas so, aber geh doch vorher bitte offen so weit damit um, dass man eine klare Gleichberechtigung dann da auch irgendwo ziehen kann, dass man nicht auf einmal David gegen Goliath mäßig so, wo dann halt wirklich so das Ende schon von vornherein klar ist, so mäßig. Das ist einfach alles, jeder sollte die gleichen Chancen haben einfach. Also es ist mehr Wrestling als Boxen, weil wenn du es schon sagst, ist ja fast gescriptet dann halt, ne?
Ja. Also ich meine, wenn ich mich mit drei guten, vier guten, jeder Rapper... Ja, der na klar, wie gesagt, also dann kommt es natürlich auch darauf an, was ist deshalb, welcher Battle-Rapper ist es halt, was hat er für Connection und wo kann er sich dann auch die Unterstützung holen, so, wenn dann halt da irgendwie genug das Background vorhanden ist, so, dann kann man da... Ich fand's ja auch immer unfair bei Video-Battles halt, ne, die Leute, die einen guten, gute Beatmaker, gute Videomaker im Rücken hatten, ne, das war ja eher so ein Team-gegen-Team-Battle, das war ja gar nicht Mann gegen Mann. Ich mag ja MC gegen MC. Ja. Und, also, Video-Battles an sich fand ich aber auch ganz geil. Ja. So. Nee, der Unterhaltungsfaktor safe da und so, aber ich meine jetzt nur, was die Unausgeglichenheit angeht. Jemand aus Buxtehude hat nicht die gleichen Chancen wie jemand, der in einem gemachten Nest sitzt. Ja. Halt, ne? So, das war halt die, was unausgeglichen war, fand ich halt. Und wenn jetzt einer, wie du gerade schon gesagt hast, die bessere Connection hat, wenn der halt so rumhängt mit drei guten Schreibern, ne, so, und mit Leuten, die nerdig unterwegs sind in der Battle-Szene und hier und da viele Background-Infos haben, dann ist das wieder ein Team-gegen-Team-Ding. Ja, und wenn du schon sagst, dass du ausgestiegen bist aus der Battle-Rap-Geschichte, weil zu viele Leute Rittens reingeschmuggelt haben und nicht mehr Freestyle war, wobei ich ja da auch tolerant geworden bin, wenn ich sage, ey, komm, hat ein paar vorgedachte Dinger drin. Ja, was willst du denn noch machen? Du kannst ja nichts dagegen machen, so. Was willst du dagegen machen? Protestieren, ja. Streiken. Und dann? Haten. Alles an den Nagel hängt? Nein, kannst du auch nicht machen. So. Okay. Weil im Endeffekt ist es ja so, wir brauchen ja trotzdem immer noch Menschen wie dich, die dann trotzdem immer noch da vorne stehen und die Fahne für Battle Rap hochhalten. So. Ich komme auch irgendwann noch an einen Scheidepunkt und frage mich halt, wie lange noch oder. Nee, also ich selber liebe es, natürlich, wenn du mich jetzt fragst halt, ne? Aber wie weit kann man diesen Faden spinnen? Wie oft wollen wir denn, wenn ich jetzt sage, ey, ich will hier mit realen MCs Battles machen, aber sich eine gewisse Mehrheit dafür nicht interessiert. Was soll ich denn dann machen? Ich kann doch nicht Massen dazu zwingen und sagen, das ist aber besser als das. Verstehst du, was ich meine? So, kennst du diese Epic Rap Battles? Ja, kennst du das? Ja. Das sind ja, die haben am meisten Klicks von allen. Oder wenn wir Drop the Mic nehmen oder wenn wir nur noch gescriptete Battles nehmen und wenn der Maßstab ist jetzt so viele Menschen wie möglich erreichen, dann müssen wir halt die Qualität, also dann geht's halt nur noch um Humor, nur noch um... Ohne Spaß, das macht mich traurig, Alter. Hm? Alleine darüber nachzudenken macht mich schon traurig, Alter. Ja, wirklich, aber das ist einfach so mit anzusehen, wie das einfach wirklich dann so wirklich so durch Fremdeinwirkung ein kompletter Zweig dieser Kultur zugrunde geht, weil die alle sich irgendwie, keine Ahnung, zu stolz sind, um ihre Eier einfach auf den Tisch zu packen und einfach der zu sein oder die Person zu sein, die sie wirklich sind. Okay, wieder Huhn und Ei. Die Rapper sind zu stolz. Dann lass uns mal über eins meiner Lieblingsthemen reden. Warum battlen so wenig Straßenrapper? Ich mag die. Weil die nicht damit Dings umgehen können, wenn die beleidigt werden. Das haben wir ja schon und wir haben ja auch versucht, da Mechanismen raus, zumindest written-mäßig so, was man da machen kann halt. Glaubst du aber, das Interesse ist noch gleich groß oder auch jetzt nicht nur, weil ich glaube nicht, dass es an der Qualität mangelt. Ne, so. Sondern, dass da kein Geld zu holen ist? Nein, ja, teilweise auch, dass wenig da, wobei ich denke, wenn zwei große Nummern, die im Straßenrap einen großen Namen haben, battlen würden und ihren Beef, guckt ihr allein diese ganzen großen Beefs, die es im Deutschrap gibt, die erreichen ja eine Menge Aufmerksamkeit. Ja. Wenn die wirklich mutig genug wären, um sich das alles mal ins Gesicht zu sagen, ne? Das wäre. Das keine Live-Battle-MCs sind da. Da sind wahrscheinlich dann wirklich. Also ein paar von denen können wahrscheinlich. Sorry. Mhm. Ein paar von denen können wahrscheinlich wirklich irgendwie was oder haben schon mal so Berührungen mit irgendwelchen Freestyle-Battles oder irgendwelchen Battles an sich so gemacht, so, wo sie halt selber auch aktiv waren, so. Aber ich glaube, es ist verschwindend gering. Ja, ich versuche ja hier und da Sachen anzuteasern. Es gibt definitiv einige Rapper, denen ich es wirklich zutraue, ne, so, wo ich weiß, okay, ey, auch ein Fahrt-Comeback würde jeder feiern. PA Sports würde fast jeden auseinandernehmen, wenn der sich da voll und ganz reinhängen würde, ne. PA, ein krasser Freestyle, also bei Fahrt weiß ich ja, Fahrt war ja auch damals bei diesem einen Turnier, wo ich auch dabei gewesen bin, da weiß ich One auf jeden Fall. One auch. Genau, One ja. Geschichten. Hm? Genau, es gibt sie halt, ne, so, es ist halt so, dass die, ich meine, die Boxen wollen eher boxen oder irgendwie kommt es mir vor, als ob sich eine Mehrheit mehr dafür interessiert, wenn die in den Ring steigen, in Kampfsport-Oktagon. Woran liegt das, Alter? Ja. Ich meine, okay, das ist schon Dings, das ist schon, also liegt es daran, dass sie sich dann halt nicht nur lyrisch irgendwie dann gegenseitig probieren niederzumachen oder halb auf Track-Ebene sich irgendwie dissen, sondern auch in diesen Interviews oder in irgendwelchen Instagram-Stories oder TikToks oder irgendwas. Daran liegt es wahrscheinlich, ne? Dass sie das so mit in ihre Social-Media-Präsenz mit einbauen, diese Fronts und dieses Angehen des anderen so. Ich glaube, daran liegt es,
dass die Leute dann wirklich sagen, alles klar, dann haut euch doch mal auf die Fresse, dann stand die ganze Zeit eure Stories voll zu spammen, Alter, mit ich ficke dich und schick mir deine Adresse. Mhm. Wobei, ich sage halt, wenn das ein realer Beef ist und man klärt ihn auf Rap-Ebene, dann ist es ja super. Eher als vielleicht zwei Rapper, die gar kein Problem miteinander haben und den Leuten ist voll egal, ist den Protagonisten egal ist, wer gewinnt. Es ist ja meistens so. Ja, das ist doch Dings, man, ganz ehrlich, sagt doch einfach, yo, ich fick dich, bla 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 bla, schreib ein paar Zeilen, so, alles cool, so, und dann setz dich aber in einer Story hin und tu nicht so, als ob du ihn auf der Straße klatschen willst, wenn du sowieso dann irgendwie immer wieder drumherum redest und dich druckst oder keine Ahnung, irgendwas läuft dann wieder schief und irgendwelche Verabredungen können dann nicht eingehalten werden oder Standorte waren nicht richtig. So, nein, sag doch einfach alles da, Rap-Ebene. Ja. Fertig. Komm, wir ficken uns gegenseitig auf Rap-Ebene, ist doch gar kein Thema. Genau, weil mich das als Rapper, ich meine, echte Kampfsportler interessiert das ja auch gar nicht. Also ja, echte Kampfsportler, darüber. Genau, die lachen dann darüber. Deshalb, ihr seid doch Rapper, dann Rap, wenn es ein Rap-Beef ist. Oder, oder nennt es nicht Rap-Beef. Ja, ne, aber so. Genau das ist es ja gerade so. Weil, also das meine ich ja so. Ich finde es halt total abwegig. Ich finde es total, ich finde es schade eigentlich für die Kultur. Klar, logisch, es macht Klicks und ich gucke es mir auch an. So, also muss ich mir jetzt auch selber auf die Fahne schreiben. So. Okay, haben wir vielleicht irgendwie einen Widerspruch drin? Was ist spannender? Ein Rap-Battle zwischen zwei großen Namen, weißt du, oder ein Kampf? Ein Rap-Battle, Digga. Ja, also würdest du lieber ein Rap-Battle gucken von denen? Ich auch. Ja, als den Kampf, ne? Safe, logisch. Weil es sind ja keine. Nein, das sind Rapper, das sind keine Kämpfer, Alter. Genau. Ich kann auch da keinen hochgradig technischen Kampf erwarten. Das ist für mich nämlich umgekehrt. Wenn zwei Kampfsportler gegeneinander battlen würden, wäre für mich auch so. Was wollt ihr denn jetzt? Ja, was ist das? Lass doch Ping-Pong spielen. Genau, du sagst es. Können wir machen. Ich glaube halt, guck mal, ich versuche ja hier und da mal Sachen anzuteasern. Und ich glaube, eins hast du ja auch mitbekommen, ne? Manchmal mache ich. Mir mehr. wenn ich immer weiß, okay, es gab Leute, die sich gut kennen, weil ich glaube, da sind die Battles interessanter, als wenn es wirklich zwei total wildfremde Leute sind. Ja, ich meine, natürlich kann man sich auf dieser MC-Skills-Ebene ja auch messen. Aber wenn es so Leute gibt, die sich eigentlich kennen, persönlich auch, und vielleicht es Zeiten gab, wo die sich mal nicht so grün waren oder so, ne? Ja. Und wenn die dann sagen, ey, lass mal vielleicht rapmäßig gegeneinander feuern, so, ne? So, und dann habe ich gehört, okay, der hat mit denen mal, dann vertragen die sich auch wieder und so, ne? Das soll jetzt wirklich kein Fitnessstiften sein und so weiter. Dann aber es ist ständig so. Ja, das ist ja oft so halt der Fall. Und dann frage ich mich halt, ey, wenn es denn auch Rapper sind, die in der Booth schießen, ja? Also wenn es jetzt so, mich interessiert jetzt nicht ein Rap-Battle zwischen zwei Rappern, die eigentlich gar kein, nicht so Punchline-mäßig unterwegs sind in der Booth, so, ne? Und ihren Songs. Wenn ich aber dann merke, das Echo bleibt aus, ne, so, dann denke ich mir, okay, vielleicht ist wirklich, ist eine andere Zeit eingetreten. Du meinst, wenn jemand jetzt gegen jemanden frontet, so irgendwo auf ein paar Zeilen und dann kommt aber keine Antwort von dem anderen, oder was? Nee, das muss noch nicht mal der Versuch gestartet sein, sondern eher so wie, wenn ich weiß zum Beispiel, ich habe Bass Hultan Hengst interviewt, ne? Und dann habe ich ihn gefragt, so, ey, wie sieht's man bei dir aus mit einem Live-Battle? Ja. Er meinte, boah, also er disst ja gerne in der Booth halt, ne? Und verteilt oft Punchlines halt, ne? So. Und dann habe ich gefragt, wie wär's mal, wenn du Live-Battle würdest? Er sagt, boah, wenn ich doch einen Gegner hätte, dann wäre er voll krass und so, ne? Und so. Und habe ich deinen Namen mit ins Spiel geworfen. Nimm wir Rako-Panzer ein. So. Ich glaube, da, so was wäre, weil der hat ja auch früher viel gebattelt halt, ne, so, und hat auch lange nicht mehr gebattelt und die kennt euch gut, ne, so. Ja. Und das wäre vielleicht so ein Szenario, wo ich denke, okay, er kennt dich gut, du kennst ihn gut. Ihr habt beide einen Style, den ich sehr feier, so, das könnte ein krasses Battle werden, so. Was, wie, nur rein fantasiemäßig so, lassen. Ja. Wie wäre das? Na, was willst du jetzt hören? Wer gewinnen würde? Oder wie du dir das vorstellst, so, weißt du, steht er da mit der Maske. So, mit der Maske. So, oder ohne Maske, mir egal. Also mit Rakus, wir hatten ja Streit, ist alles wieder cool und so. Aber ich glaube, es gibt. Ich habe in so Sachen so viel Selbstbewusstsein, dass ich denke, dass ich wirklich jeden wegficken würde. Da, also jetzt nicht auf Track-Ebene, ne? Sondern wirklich so ein Live-Ding. Ne? So, auf Live, da also wenn es um Text geht? Ja. Kein also, Freestyle, jeder 3 Minuten Text. Nimm ich jeder Vierjährige auseinander. Ja, okay. Jeder 3 Minuten Text, du kannst schreiben ihn, was du willst, hab 3 Monate Vorbereitung, wie auch immer. Ja. So, das ist. Ja, weil ich ab und zu natürlich diese asozialen Texte und hin und her und ich weiß auch, wenn ich dann sauer bin und die aggressive Stimme rauskommt, dann feg ich alle weg. Und der Rest des Interviews war Hengst auf einmal nicht mehr ganz so Dings, Alter. Nicht mehr ganz so euphorisch, glaube ich, Alter. ich würde jetzt nicht sagen, okay, vielleicht habe ich ihn zu sehr in die Ecke gedrängt oder sowas. War jetzt nicht so gemeint. Ich habe nur gefragt, wenn er battlen würde und was würde in Frage kommen. Ich würde jetzt
Hengst gegen, weiß ich nicht, irgendeinen Rapper, mit dem den er nicht kennt. Ich glaube, er hat mal, weiß ich nicht, Yakuza oder so gedisst, weißt du? Dann habe ich mir gedacht, so, okay, das würde mich jetzt nicht interessieren, ne, als Rap-Battle halt, ne, so. Und dann dachte ich mir, okay, ey, wenn ihr beide battlen würdet, wie wär's? Und dann habe ich dich gefragt und er, aber, und ich habe mit ihm im Interview darüber gesprochen, aber es war nicht so, dass viele Leute gesagt haben, boah, das ist das Match, was wir sehen wollen. Ne, aber so, ich denke so, oh, ich hätte Bock drauf, so. Ich sitze da so alleine, so, bin voll in der Minderheit, so. Wir wissen auch gar nicht die Zusammenhänge und so, alles so. Von daher ist es so vollkommen unnötig. Infos und weiß. Von daher ist es doch vollkommen uninteressant für die so. Ja, ja, aber mit Hengst ist alles in Ordnung. Ja, ich weiß ja, dass alles cool ist jetzt halt, dass ich suche ja eher nicht, also wenn es jetzt so wirklich einen krassen Beef gibt halt, ne, dann denke ich halt, okay, das kann kein Rap-Battle werden. Das soll jetzt nicht irgendwie der kommen mit so einem riesen Rattenschwanz und der kommen mit einem riesen Leute. Ja, das hast du ja selber schon mitgekriegt, Alter, was für Scheiße dabei rauskommt. Genau, dann artet das aus. Ich rede ja wirklich von zwei vernünftigen Leuten, weißt du, was ich meine, die wirklich sagen, ey, ich hätte Bock rein Rap-Ebene und der andere hat auch Bock auf rein Ebene, aber die haben auch eine gewisse Legacy, die sie mitbringen, dass das ganze Ding auch spannend macht halt. Willst du die finden, Alter? Ja, das wird halt immer seltener. So, ne? Was heißt denn seltener? Naja, oder fast gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Also, wann hat Gab PS... du was denn schon mal? Ja, ich fand die Zeit sehr grandios, als Fahrt gebattelt hat, als Liquid Walker gebattelt hat. Ja, aber das, wie alt ist denn das? So, na klar, war Bombe die Zeit, ja. Alter. Super geil, Alter, aber. Von wie vielen Jahren reden wir denn da? Ja, Alter? Das ist wirklich, also es geht wirklich sehr, sehr zurück. Du hast ja auch gesagt, also es war ja gar nicht One-on-One. Letztes war, du hast ja schon bei der Neuauflage von Rapper Mittwoch auch noch gebattelt. Ja. Und ich war, wenn ich mich sogar nicht irre, ist es das meistgeklickte Freestyle-Battle von 2010. Ne? Yeah. Deshalb. Fett aufs Maul kriege von Gia. Also Gia, der kam ja auch sehr hungrig zurück, weiß ich noch. Ich glaube, das ist kurz. Ja, der ist ja auch eine Maschine. Ja, also allerdings, es ist einfach so, Alter. Du kannst halt nicht mit aggressivem Style gegen so einen rotzgören Straßenstyle so. Haben wir die beide dieselbe Erfahrung so gemacht? So, es funktioniert einfach nicht so, weil die Leute wollen dann halt natürlich mehr Dings, mehr Lacher haben oder ein bisschen so, keine Ahnung, halt so ein bisschen mehr Wortwitz oder so haben. So. Das geht einfach nicht. Du so. Magst aber mehr dieses Aggressive und Düstere, wenn ich jetzt auf Musikebene wieder komme, so, ich kenne keinen. Richtig, also es gibt einen schwarzen Humor, ne, den ich mag, so, aber es gibt keinen Comedy-Track von dir, ne? Nee. So, also du verarbeitest oft auch so, was wir anfangs gesprochen haben, viele diepe Erlebnisse halt, ja, und so weiter, ne? Es ist aber trotzdem, wenn ich es beschreiben müsste in wenigen Worten, dann würde ich schon düster und dunkel und rau und aggressiv und hart sagen halt, ne? So, das ist doch ein bisschen depressiv. Ja, genau, so, das sind so. Ja, so, weißt du, was ich meine? Die Worte sind. Sehr viel negative Energie. Negative, genau. Sehr viel negative Energie, genau. Die ich probiere, loszuwerden, ja. Genau. Warum? Boah, Digga, ganz ehrlich, also durch diese ganze Depressionsgeschichte und sowas alles und durch diese Panikattackengeschichten, halt durch diese ganze Psychosensache, die ich dann halt hatte mit am Anfang meiner 20er so, ist natürlich viel hängen geblieben so. Und ich habe viel versucht aufzuarbeiten. Davor, bis zu diesem Zeitpunkt, so habe ich halt zum Beispiel auch sehr viel so South angehauchte Musik gemacht, so viel Partymusik so mäßig, trotzdem immer noch schon rough gewesen, so, aber halt wirklich probiert mehr so Party-Richtung, ein bisschen gute Laune mäßig, so, aber trotzdem immer noch hart auf die Kacke hauen, so. Aber als dann diese ganze Psychosengeschichte angefangen hat, so, und ich dann. Da war ich sowieso dann erstmal für eine gewisse Zeit raus, so. Ich habe zwar immer noch Musik so gemacht, aber ich habe es halt nicht mehr so aktiv wahrgenommen, nicht mal mehr richtig. Und dadurch wurde den Zeitraum, wo dann halt wirklich, wie gesagt, diese Psychose stattgefunden hat, ist alles sehr schwarz, sehr grau geworden für mich und ich musste sehr viel aufarbeiten und mich sehr viel selbst reflektieren. Wer bin ich? Was mache ich hier überhaupt? Wo will ich hin? Was ist hier überhaupt Phase? Was habe ich hier die letzten 10, 11 Jahre gemacht? Wo ist meine Jugend hin? Wo ist meine Entwicklung? Was bin ich? Wer bin ich? Und wo will ich hin? Und das hat halt wirklich sehr krass an meiner emotionalen Welt gefressen, das alles aufzuarbeiten und das alles irgendwie für mich greifbar zu machen, zu sortieren und zu sagen, der Lebensabschnitt ist so und so gelaufen, deren Lebensabschnitt ist so und so gelaufen und der so und so und ich muss jetzt probieren, immer irgendwie das Beste aus dem Hier und Jetzt zu machen, um mit den alten Sachen abzuschließen. Und weil da so viel negative Energie ist, auch immer noch, ich habe
ich bin eigentlich immer ein sehr, das Schlimme an Depressionen ist ja so, dass du lachst jemanden ins Gesicht, aber innerlich bist du am Weinen. So, das ist ganz, 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 ganz komisch ambivalent so. Also du siehst nach außen hin anders aus, als wie es in dir drin ist so. Das ist einfach das, wie ich versuche, meine emotionale Welt einfach für mich selber zu verarbeiten und nicht zu traurig zu sein einfach. Nicht zu viel nachzudenken. Für mich ist es auch wichtig, seitdem ich diese Therapie dann auch gemacht habe, diese 5 Jahre lang, ist es für mich auch immer sehr wichtig gewesen, dass ich du kannst mich jetzt kennenlernen so, ich meine, jetzt sind es, keine Ahnung, ein paar tausend Leute auf jeden Fall so, und ich könnte das den Leuten genauso allen erzählen, wenn ich sie jetzt einzeln kennenlernen würde, so einfach so privat, und ich merke, okay, derjenige ist mir einigermaßen sympathisch, dann rede ich offen darüber so, ich habe damit kein Problem so, weil ich diese Scheiße einfach loswerden will und ich will, dass die Menschen auch wissen, mit was für einer Person sie es gerade zu tun haben, so. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder gleiche Erfahrungen gemacht haben wie ich, halt durch eine schlechte Kindheit, schlechte Erfahrungen, dann Drogeneinfluss, Kriminalität, vielleicht zu viel auf der Straße gewesen, so. Da gibt es wahrscheinlich noch welche, die haben viel schlimmere Erfahrungen gemacht als ich so, und denen geht es vielleicht besser oder vielleicht sogar noch schlechter als mir, aber die fühlen sich allein. So, und ich will nicht, dass diese Leute da draußen sich allein fühlen. Weil das Schlimmste, was mir passiert ist in meinem ganzen Leben, ist, dass ich mich immer allein gefühlt habe. Das Einzige, woraus ich meine Energie gezogen habe, waren die Props aus der Musik. So. Das war das, was mir Energie gegeben hat. So. Natürlich ist es was Gutes, ich habe daraus was Schönes gemacht. So. Und ich habe jetzt, wie gesagt, mein Leben ist tippitoppi. So. Ich habe einen guten Job, mache meine Musik, wohne gut, esse gut, alles in Ordnung. So. Ich mache mir deswegen gar keinen Stress. So. Aber was ist, wenn die Leute wirklich daran verzweifeln und halb in sich so sehr eingeschlossen sind und sich nicht trauen, sich zu öffnen oder darüber zu reden, weil sie Angst haben, auf Ablehnung zu stoßen. Ich habe Situationen in meinem Freundeskreis gehabt, wo wir auf irgendwelche Veranstaltungen gefahren sind, wo ich gesagt habe, ich hatte einfach in dem Moment so, wir fahren, alles ist cool, alle sind lustig, alle lachen, und es geht bei mir so, bap, Mental Breakdown, sofort, Dings, Batterie raus, so, mir geht's scheiße, ich habe ein schlechtes Gefühl, ich bin traurig, so, ich fange nicht an zu weinen oder sowas, das habe ich auch alles schon in meinem Leben gehabt, so, ich habe Situationen gehabt, da bin ich zusammengebrochen, heulend, es war nichts, einfach von jetzt auf gleich, bap, zusammengebrochen, heulend, Alter, und einfach nur noch gekauert und gezittert am ganzen Körper, und ich habe mir gewünscht, dass ich sterbe in diesem Moment, also ich habe Momente gehabt in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt sterbe, dann ist das Ding durch und es ist gut, dann habe ich diese Scheiße nicht mehr auf meiner Seele. Es gab Situationen, wo dann wirklich Freunde zu mir gesagt haben, ist doch alles in Ordnung, wir fahren doch jetzt feiern, ist doch Dings, ist doch jetzt Party und so. Das ist das, was so eine Situation macht mich traurig so. Aber ich will nicht, dass Leute denken, dass sie alleine sind, deswegen probiere ich, das offen zu kommunizieren so. Es kann auch genauso gut sein, wie viele Leute ich um mich herum hatte schon in meinem Leben oder in irgendwelchen Freundeskreisen oder in irgendwelchen Bubbles, die sich irgendwie gebildet haben so. Wenn ich darüber geredet habe, haben diese Leute auch immer angefangen, darüber zu reden. Und auf einmal erzählen die mir, wie gut es denen tut, dass sie darüber reden. So. Und genauso ist es auch bei mir. Erstens ist es für mich so eine Art Selbsttherapie. Klar, es ist negative Energie, die ich auf Songs schreibe. Und die ich dann aufnehme und rausbringe, klar. Aber so kann ich meine Scheiße auskotzen, die ich habe, zum einen. Und zum anderen vielleicht auch andere Leute damit irgendwie erreichen, um denen irgendwie ein Signal zu geben, so, ja, du fühlst dich gerade scheiße, ich fühle mich auch scheiße, du bist nicht alleine. Also es befreit dich dann auch. Also super, 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 super wichtig. Wir haben ja einige der Ursachen ganz leicht angeschnitten. Mhm. Aber gibt es auch Auslöser für so einen Switch oder passiert das, ist es unberechenbar halt? Es ist unberechenbar bei mir gewesen. Jetzt letzte Woche zum Beispiel war ich essen gewesen, in Charlottenburg, bin ich an der Kreuzung, laufe über die Ampel rüber und habe auf einmal Panikattacke mitten auf der Kreuzung. So, aber bei mir ist es jetzt mittlerweile halt so, ich kann es einschätzen, so, ich merke es, okay, alles klar, ich stehe jetzt gerade neben mir, so, meine Sicht wird dann wie so zusammengezogen, die Geräusche auf meinen Ohren werden sehr dumpf, und ich fange an zu schwitzen und ich merke halt, wie ich blass werde. So, ich fange an zu schwitzen, obwohl mir kalt ist. Das geht dann 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten so. Wenn du aber nicht so weit selbst reflektiert bist und so weit viel dich auch mit dir selbst beschäftigt hast und mit deiner eigenen
Psyche und mit deinen Problemen und mit deinen Trigger. Ich habe keine richtigen Triggerpunkte so. Also es gibt jetzt nichts, wo, was du jetzt machen könntest oder sagen könntest, damit das und das jetzt bei mir ausgelöst wird. So. Ich habe einigermaßen Verlustängste so, okay, das könnte vielleicht ein bisschen sowas sein. So. Deswegen probiere ich auch oft so isoliert wie möglich zu leben, so, lass dann ein, zwei Leute so sehr, sehr nah an mich ran und andere Leute dann, also so, wir kennen uns auch gut, so, du bist wirklich für mich auch ein Freund, so, weißt du? Okay. Wenn so, das ist jetzt kein dummes Gelaber oder sonst irgendwas. Aber du könntest mich jetzt nicht triggern. Mhm. Du könntest mich nicht triggern, so. Mhm. Weil so nah bist du nicht an mir dran, so. Mhm. Und deswegen probiere ich mich immer so ein bisschen abzuisolieren, so. Und ich krieg's mit, so. Ich merke es, wenn ich in so eine Situation, also wenn ich in so einen Zustand gerate. Und das dauert dann ein paar Sekunden so, dann realisiere ich das, okay, ich bin da jetzt gerade drinne. Dann probiere ich mich zu beruhigen, kommuniziere das dann auch offen mit einer Person, die um mich herum ist gerade so, wenn ich gerade mit jemandem unterwegs bin. Dann kommt es natürlich auf diese Person drauf an, dass diese Person nicht sagt, ist doch alles in Ordnung, beruhig dich. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn jemand eine Panikattacke hat, sagen, das ist doch alles in Ordnung, beruhig dich, ist alles gut, bla, dies, das, sondern einfach nur, okay, alles klar. So, nur einfach so, dass du wüsstest halt, alles klar, ich bin gerade in so einer Situation, wenn jetzt irgendwas ist und ich hier gerade irgendwie wie so ein Behinderter auf einmal probiere, auf eine Autobahn raufzulaufen, Alter, dass du mich festhältst, weißt du? Nicht mehr, nicht weniger, so. Das dauert dann bei mir 10, 15 Minuten. Leute, die sich halt, wie gesagt, damit selber noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, so, denen kommen diese 10, 15 Minuten vor wie eine Stunde oder anderthalb. So, das ist wirklich brutal, Alter. Ist dieses bewusste, diese bewusste Suche nach Abstand ein Schutzmechanismus, den man dann vielleicht über die Zeit entwickelt hat? Fühlst du dich wohler in so einer Art Isolation? Resultiert es in Bindungsängsten? Was sind die Konsequenzen? Es kommt halt auch drauf an, was für eine Bindung man dann auch ist. Ist es jetzt nur eine freundschaftliche Bindung? Ist es dann noch eine geschäftliche Bindung? Ist es eine emotionale Beziehungsbindung? So. Ich möchte niemanden zur Last fallen. Deswegen gehe ich in manchen Situationen bewusst auf Abstand, um eine Sicherheit für Menschen um mich herum auch zu schaffen, zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine freundschaftliche und eine berufliche Bindung, also eine finanzielle Bindung zu jemandem habe, so, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel dieses Ding hier machen würde, so, und da hängen ja auch noch Finanzen dran, ne, so, dann müsste ich schauen, wie weit kann ich das machen, wo sind so ungefähr meine Grenzen und wie weit kann ich mich da überhaupt reinbeugen, ohne dass ich mir dafür Vorwürfe machen müsste, wenn bei dir irgendetwas nicht läuft, aufgrund dessen, weil es mir nicht gut geht. Verstehst du? Ich mache mir die Vorwürfe, dass ich der Auslöser bin, dass es dir nicht gut geht, weil du finanziell darunter leidest, weil ich nicht funktioniere. Das klingt irgendwie so, als ob dir so eine Vorwürfe schon öfters gemacht worden sind. Das mache ich entweder selber oder zweitens habe ich das schon nicht mitbekommen, dass mir so eine Vorwürfe gemacht worden sind, sondern ich bin so empathisch, bin ich der Meinung, also so würde ich das für mich definieren, ich bin so empathisch, dass ich so viel Wert darauf lege, dass es dir gut geht, dass ich meine Bedürfnisse so weit zurückstecke, um dich nicht zu gefährden mit meinem Problem. Also es klingt positiv, aber es wirkt negativ, weil du bist der Typ, der am Ende dann darunter leidet, wenn du versuchst, auf alle Rücksicht zu nehmen. Ja. Und am Ende der hinten ansteht. Genau das. Was hast du in der Therapiezeit gelernt? Das war in Mitte der 20er, wie lange? 4, 5 Jahre? Ja, wie gesagt, ich habe einmal 3,5 Jahre gemacht und dann nach 2 Jahren, also von 21 bis knapp 25 und dann nochmal 2 Jahre danach ungefähr habe ich nochmal 1,5 Jahre angehangen. Okay, gab es positive Resultate? Ja, sicher. Für mich war es halt wirklich wichtig, dass ich mich auch erstmal selber finde so und halt wirklich dieses, wurde halt in der Therapie auch beigebracht, halt Schubladen aufzumachen. Da sind bestimmte Ereignisse drin, so, die in meinem Leben passiert sind und bestimmte Momente, die ich mir angucken kann und dass ich wirklich die Möglichkeit habe, das klingt komisch, aber es funktioniert halt so, Psychologie ist eben so, Schubladen aufmachen, bestimmte Situationen analysieren, wenn du keine Lust mehr darauf hast oder wenn du merkst, dass es dir gerade zu viel wird, die Schublade einfach zumachen und so beiseite tun einfach. Ich bin ein Mensch, mir ist sehr vieles sehr, sehr, sehr egal.
Ich habe so viel Scheiße gefressen und so viel Dreck und Leid erlebt in meinem Leben, dass Fehler, die du machst, für die du dich wahrscheinlich bei mir unwohl fühlst und dich die ganze Zeit entschuldigst, dass ich die nicht mal realisiere. Ich nehme die nicht mal wahr, weil die für mich so nichtig sind. Du kannst mir auch irgendwelche Sachen erzählen, die vergesse ich in 5 Minuten wieder. Wie gesagt, es kann natürlich zum einen daran liegen wegen dem Kiffen, diese 10 Jahre Dauerbelastung in der Pubertät und bla, dies, das haben wir ja drüber geredet. Aber es gibt so viele wichtigere Sachen, über die man sich den Kopf zerbrechen sollte, als das, wo man jetzt seinen Schlüssel hingelegt hat zum Beispiel. Sei denn, du willst natürlich jetzt gerade rausgehen. Oder wie, du weißt nicht mehr, was wir letztes Wochenende gegessen haben. Nein, weiß ich nicht mehr. Es interessiert mich nicht. So. Oh, das klingt so, als ob man... Okay, ich will jetzt ein neues Fass aufmachen, aber als ob man in Beziehungsstress geratet. So, wenn hättest du eine Freundin, die sagt, weißt nicht mehr, was unser Hochzeitstag ist. Ja, ja, so eine Dinge habe ich auch. Sowas habe ich auch immer. An dem und dem Datum haben wir uns doch kennengelernt. Ja. Weißt du nicht mehr, unter diesen Film haben wir doch das erste Mal zusammen gesehen. Wichtige Eckdaten und sowas, alles klar, sowas bleibt schon so. Aber es sind halt so, wie gesagt, es gibt halt so viele Sachen, so, die für mich viel wichtiger sind, als das, wenn du jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, du bist jetzt draußen über die Wiese gelaufen, hast Scheiße unterm Schuh, Alter, und kommst mit Scheiße in meine Wohnung am Schuh. So, weißt du, was ich meine? Okay, ist nicht cool, aber das ist jetzt nichts, worüber ich mich krass großartig aufrege, so, weißt du? So, da gibt es vielleicht Leute, die regen sich darüber brutal auf, so, aber das sind Sachen, die sind halt bei mir innerhalb von einer Minute vergessen, so, weil das ist für mich nichtig. Okay, und was bleibt länger hängen? Woran hast du länger zu fressen? Wie meinst du das, länger zu fressen? Ja, also, negativ meinst du? Ja, also was war du sagst? Enttäuschung von Freunden. Wenn ich mich wirklich auf jemanden verlasse so und dann enttäuscht werde, so, dann frisst das schon. Halb so wie bei diesen Kollegen zum Beispiel, was ich dir vorhin erzählt habe, mit dem anderen Kollegen und Frau und so, bla, ja. Ist das. So, das so eine Sache zum Beispiel. So, wenn ich jemanden so ein bisschen näher an mich ranlasse so, und Vertrauen schenke so, und das Vertrauen dann missbraucht wird, so, dann ist derjenige ganz schnell bei mir unten durch. Okay, also machst du zu. Ist es dann doch, also Schutzmechanismus, was du auch gesagt hast mit den Depressionen, dein Gesicht ist anders, als wie du dich innerlich fühlst, genau. Dass du halt jetzt raus in die Gesellschaft gehst, in dir ist alles dunkel, draußen scheint die Sonne, alle stört dich das, wenn dann alle so haha, voll heile Welt machen und lachen und alles gut, hat die Maske was damit zu tun? Schönes ja, das ist ein schöne Mäßchen, schöne Alter. Nee, ich find's gut. Ich mag's gerne, mich mit positiver Energie zum Leben, so. Das macht mir, das gibt mir viel. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, so, dass ich mir das auf jeden Fall auch geben kann, so. Ich bin jetzt auch zum Beispiel durch die Pandemiezeit so, ich bin seit über 2 Jahren zum Beispiel im Homeoffice. Ist jetzt nicht schön, aber ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie Depressionen oder sowas bei mir verstärkt hat oder irgendwie noch mehr getriggert hat oder sonst irgendwas. Ich kann sehr gut für mich alleine. Ich freue mich aber umso mehr, wenn ich rauskomme, so. Vor dieser Pandemie-Geschichte war es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich immer rauskomme. Ich musste einmal am Tag wenigstens raus. Und wenn ich nur eine Ecke weiter kurz zur Rewe gegangen bin, um mir ein Eistee zu kaufen, meinetwegen, so, weißt du? Und positive Energie ist für mich wichtig. Umso schlimmer ist es dann natürlich, wie gesagt, wenn man dann halb auf Ablehnung stößt, so. Also, wie gesagt, es ist jetzt keine krasse Art von Verlustängsten oder sonst irgendwas, so. Sondern die Verlustängste und die Angst, die dann einfach bei mir getriggert wird, besteht dann in dem Moment, wenn du jetzt einfach zu mir sagen würdest, so, du Wichser, Rack, was hast du da schon wieder gemacht, bla bla blub, dies, das, und du erzählst mir irgendwas, machst mich an und ich denke mir so, boah, Digga, was ist passiert, Alter, so, was ist denn los, du weißt doch ganz genau, und ich denke mir so, Digga, ich weiß nicht, was du meinst, Alter, so, weißt du, sowas zum Beispiel, so, wenn eine bestimmte Situation irgendwie zu einer Diskussion kommt oder irgendwas negative Energie dadurch aufgewühlt wird, so, und die Situation nicht geklärt wird, so. Das Allerschlimmste, was dann noch passieren kann, ist, du ziehst dich an und gehst. Ist es nicht bis zu einem gewissen Grad normal, Verlustängste zu haben? Ist es nicht bis zu einem gewissen Grad normal, auch mit Enttäuschungen umgehen zu müssen? Denn wenn man, sagen wir mal, sehr positiv eingestellt ist, man vertraut schnell, man hat ein großes Herz und dann trifft man halt im Laufe des Lebens auf Menschen, die dieses Vertrauen missbrauchen, die einen ausnutzen und irgendwann lernt man auszusortieren und zu sagen, hey, nicht alle sind deine Freunde, ne? So besonders, dass man dann lernt, halt deine echten Freunde sind für dich da, wenn es auch mal nicht so gut läuft, und dass man da halt anfängt, ja, auszusortieren. Ist es nicht zu einem gewissen Grad normal? Ich glaube, das ist normal, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute es da draußen gibt, die jetzt in unserem Alter sind, die wirklich noch mit ihren Kindheitsfreunden so unterwegs sind. Kann ich nicht beurteilen, so. Ich hab
Ich freue mich immer mal wieder, wenn ich den einen oder anderen treffe, aber es gibt niemanden, mit dem ich heutzutage immer noch bin, mit dem ich, also nicht so eng, dass ich den jeden Tag sehe, abgesehen natürlich jetzt, wenn es dann irgendwelche Crew-Leute sind, so, die halt von meiner Sprüher-Crew so, okay, die sehe ich dann auch mal ein Jahr nicht, zwei nicht, meinetwegen auch drei nicht, so, aber man hat trotzdem immer irgendwie mal noch Kontakt so mit hin und her schreiben oder sonst irgendwas oder mal telefonieren oder sowas, kann natürlich sein, so. Aber so richtig aus Kindheitstagen, aus Jugendtagen so, da habe ich niemanden, mit dem ich heute noch chille, so richtig. Ist das Wort Enttäuschung? Wie empfindest du das Wort allein? Ist das ein negatives Wort? Hat das für dich einen positiven Anstrich? Was empfindest du, wenn du dieses Wort allein hörst? Wie definierst du es? Kann man da irgendwas Positives dran sehen? Enttäuschung? Naja, wenn du die Perspektive vielleicht änderst und sagst einfach, dass du merkst, okay, du wurdest enttäuscht. Also, die das Täuschung heißt jetzt, wurde aufgehoben. Du bist jetzt nicht mehr getäuscht. Du weißt jetzt die Wahrheit. Ne? Das ist wie entzaubert, dass du einfach. Ja, wenn du die ganze Zeit natürlich, wenn du dann irgendwann herausfindest, so, dass dich jemand geblendet hat mit irgendetwas, so, dann ist es natürlich eine Erleichterung für dich, weil du dann halt die Klarheit hast und siehst, was wirklich passiert, so. Wenn du etwas. Will man in einem Traum leben? Will man in einer Fantasiewelt leben? Nein, ich will die Realität haben. Sagen wir mal, wenn du was, du isst ungesundes Essen, ja? Mhm. Und du isst es, weil du denkst, es ist cool, du wirst von der Werbung getäuscht, es ist was Tolles und du denkst immer, es ist nicht cool, du gibst es deinen Kindern und so weiter. Dann weißt du auf einmal, wie dieses Essen hergestellt wird und dass es vielleicht in vielen Punkten giftig ist oder irgendwie nicht gut tut. Bist du nicht erleichtert herausgefunden zu haben, dass es vielleicht besser ist, wenn du dieses Zeug nicht mehr zu dir nimmst? Boah, safe, natürlich, natürlich, aber kann man es dann auch so schnell für sich adaptieren? Ja, also das ist, ja, leichter gesagt als getan, wahrscheinlich. Genau, das dann ist es. Also wenn ich natürlich so jetzt mal auf meinen Alltag gucke, ich esse halt Fleisch so, ich hab das Problem auch wirklich, dass ich schon fast sagen muss, so, wenn ich jetzt eine Mahlzeit zu mir nehme und da ist kein Fleisch bei, so, dann ist es für mich keine vollwertige Mahlzeit gewesen, so. Vollkommen behindert, so. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber mir ist auch klar, dass es nicht gut ist, so viel Fleisch zu essen. Und auch wie das produziert wird. Also, wo es herkommt, so. Und der Weg des Ganzen ist eigentlich eklig, so, wenn man darüber nachdenkt, so. Aber für sich selber wirklich dann das Mindset so zu mobilisieren und zu stabilisieren in diese Situation dann und zu sagen, ich esse das nicht mehr. So, da muss man, das ist Power, Alter. Wenn man das hinkriegt, das ist wirklich Power, meiner Meinung nach. Ein Beispiel von vielen, das wollte ich jetzt auch nicht irgendwie bekehren zu irgendetwas, weißt du so. Nee, von mir jetzt auch, einfach nur ein Beispiel so. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, so. Was weiß ich, Zigaretten oder sonst irgendwas. Genau, oder wenn man generell etwas ausbeuterische Industrie unterstützt, weißt du, wenn du sagst einfach, ey, du bist Fan davon, du machst dir keine schlimmen Gedanken darüber, aber unterstützt damit Kinderarbeit zum Beispiel oder sowas halt. Genau. Das sind halt so Punkte, dass man da vielleicht bewusster wird oder nicht wird, wie auch immer. Ja, das ist schon. Es ist schade, dass es nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Ne? Wenn ich dich nicht kennen würde und ich kenne deine Musik und ich würde überrascht sein vielleicht, wie reflektiert du dann daran gehst und sagst, dass hier positive Energie und positives Mindset auch so viel bedeutet, wenn ich jetzt als Konsument wirklich alles reinziehe und sage einfach, ey, der Typ ist eigentlich voll negativ, wenn ich an so viele Lines von dir denke, ne, so wo ich denke, boah, da ist ganz schön viel Aggressivität drin, Härte, viele negative Feelings halt, dass du dann, wie reagierst du? Wie kann ich mir die Situation vorstellen, sagen wir mal, du bist mit einem Beatmaker zusammen und er spielt einen positiven Beat. Bist du abgefuckt? Warum findet man so eine Sache nicht auf deinen Alben? Wie empfindest du, wenn du einen fröhlichen Beat hörst? Oder sagst du einfach. Kommt drauf an, wie der produziert ist, ne? Mhm. Wenn der fröhliche Beat sich gut anhört, so, dann kann ich sagen, ja, das ist ein geiler Beat, aber der gibt mir nichts. Hast du einen fröhlichen Song, den ich vielleicht gerade nicht auf dem Schirm habe? Ich hab auf dem Ding Sonnenuntergang, musst du dir auf jeden Fall mal reinziehen. Der letzte Song. Der Beat ist fröhlich, aber der Text ist sehr negativ. Okay, also krass, hast du es doch nicht hingekriegt. Ich hab's hingekriegt, aus was Positives, was Negatives zu machen. Der Künstler. Was soll ich machen, Alter? Ich hab Dings, Alter. Okay, riesige Schatten, die über mir hin und her fliegen, Alter. Wie Peter Pan, Alter. Oh, okay. Panzertape Volume 1, Sonnenuntergang, der erste fröhliche Beat mit einem negativen Text. Ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber wenn es so ist, Alter, dann schreib's in die Kommentare.
Ja, ich weiß auch nicht. Ist es was Gutes, dich zu einem positiven Track zu überreden? Sind Love-Songs positiv? Also ich bin schon wirklich jemand. Hast du Love-Song? Ja, ich hab ein paar schon gemacht gehabt, immer mal wieder. Dann entweder weil ich dann emotional gerade irgendwie an einer Frau gebunden war. Also entweder war ich gerade halt in einer Beziehung oder ich hab das an eine bestimmte Person gedacht, auch wenn ich gerade nicht in der Beziehung gewesen bin. Also 3-4 Songs gibt es sowas schon in meiner Historie. Und die sind nicht negativ, weil es ist auch eine Art schon fast Lieblingsthema von mir geworden, Love-Songs zu analysieren, besonders im Rap. Und ich finde, da gibt es halt sehr, sehr wenige und im Deutschrap noch weniger. Boah, Digga, ich habe vielleicht vergessen, dir den einen Song von Panzertape Volume 2 zu schicken, Alter. Boah, das ist auch ein Love-Song, aber okay. Der ist so negativ. Wollte ich gerade sagen. Der ist so negativ. Ich finde nämlich Männer generell sehr schwach darin. Wenn die Schlampe jetzt tot bist, die Erinnerung bleibt. Oh, shit. Fuck. Ich finde, Männer sind generell schwächer da drin als Frauen, Liebeserklärungen, positive Liebeserklärungen auszuformulieren, musikalisch, künstlerisch. Ja. Es denn, es geht um Sex oder so, ne? Da werden Männer sehr kreativ oder wenn die Frau sie verlässt. deswegen glaube ich, dass auch deine Songs, also dieses Negative, sich ein bisschen darum sich dreht. Wiederum gibt es aber auch negative Themen, die du behandelst, was ich aber sehr positiv finde. Mhm. Ein Song aus jüngerer Vergangenheit, ein relativ neuer Song, den ich sehr feier und der Gänsehaut erzeugt hat, bei mir auch, war Jeden Gottverdammten Dienstag. Ist auch drauf auf dem Ding, ja. Ich habe den gleich bei Release geguckt, glaube ich. Da kamen diese Freitag-Releases und dann dachte ich, oh, was, das ist ein Song, gebe ich mir sofort. Fand den voll geil. Was hat dich bewegt dazu, diesen Song zu machen? Das ist genau das. Das ist genau das gleiche Thema wie bei diesen ganzen emotionalen Brainfuck-Depressionsgeschichten. Es ist mir wichtig, Menschen, die in einer Situation vielleicht feststecken, aus der sie alleine nicht rauskommen oder über die sie sich von alleine nicht trauen zu reden oder Angst haben vor der Resonanz von außen, irgendwie eine Stimme zu geben oder eine Möglichkeit zu geben, etwas, wie so ein Trigger, so ein Angelpunkt, so ein Impuls einfach nur von außen zu haben, um zu wissen, dass man nicht allein ist. So, mit seiner Scheiße, dass man einfach mit seiner Scheiße nicht allein ist. Dass egal wie abgefuckt man ist, dass es da draußen immer irgendjemanden gibt, der irgendwas Ähnliches erlebt hat. So. Und egal wie schlecht es eingeht, ich kann dir garantieren auf jeden Fall, es gibt mindestens eine Person da draußen, die in etwa das Gleiche erlebt hat wie du. Und davon gibt es viele. Und ich habe halt so viele Leute kennengelernt und wenn ich mit denen halt über mich anfange zu reden so und halt über meine emotionale Welt und diese ganzen Geschichten, dann, wie gesagt, fangen die auch auf einmal an zu reden. Ganz oft passiert das so, krass, hätte ich ja nicht gedacht. So, und dann fangen die auf einmal an zu reden. Das sind auf einmal eine Gruppe von, keine Ahnung, 3 oder 4 Leuten so, die kennen sich schon ihr halbes Leben lang. Dann fange ich an, mit einem von denen zu reden und erzähle einfach so über meine Selbstreflexion und diese ganzen Geschichten, was halt in mir drin vorgeht. Dann fängt er auf einmal an zu reden und sagt so, ja, mir geht's so ähnlich und so und so und so und so und so und bla bla bla. Und auf einmal die Freunde drumherum so, was wusste ich gar nicht. Krass, also dass die Ängsten sogar nicht wussten, weil es auch die Gelegenheit vielleicht nicht gab oder der Moment nicht stimmt. Oder weil du einfach Angst hast, dich vor deinen eigenen Freunden zu öffnen. Mhm. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du dich nicht vor deinen eigenen Freunden öffnen kannst. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das nimmt dir so viel Luft zum Atmen einfach. Zum Thema Enttäuschung wieder. Ist das nicht sogar eher eine Gelegenheit, das eher herauszufinden? Ich kann mir gar nicht vorstellen, in einem Freundeskreis zu sein, in dem ich mich nicht öffnen kann. Also sollte man sich da selber nicht hinterfragen und sagen, ey, ich habe hier Menschen um mich herum, denen kann ich nicht erzählen, was mir auf dem Herzen ist. Ist das nicht ein schlimmes Gefühl? Es ist ein schlimmes Gefühl. Das ist ja nicht mal unbedingt, du weißt es ja nicht mal. Du hast einfach nur Angst davor, vor der Ablehnung und traust dich nicht mal, dich zu öffnen. Du hast es ja nicht mal versucht, wo willst du es denn wissen, dass sie es nicht, dass sie dich okay, nicht also dann hat, dann, wenn diese Hemmungen da sind, dann hat es ja eher mit einer eigenen Erfahrung zu tun, dass man vielleicht es irgendwo nicht konnte und vielleicht auf Ablehnung, auf gestoßenes, ausgelacht wurde, viel etwas, was einen emotional sehr bewegt hat oder so. Dann fängt man an zu fressen. Genau. Und dann fängt man an zu fressen. Und so war es auch bei mir. Ich habe gefressen. Ich habe nie mit irgendjemandem geredet und irgendwann war es dann halt so weit,
Das ist dann einfach rausgekommen so. Und dann halt, wie gesagt, Panikattacken, Depressionen, Psychose, alles mit einmal so, bup, bang, dann lieber tot sein als lebendig. Mhm. Wenn jetzt alles vorbei ist, ist alles vorbei. Ist korrekt, da habe ich meine Ruhe. Dann brauche ich mir diese Scheiße nicht mehr jeden Tag reinziehen, Alter. Dass ich von morgens bis abends nicht weiß, was, wann ist der nächste Mental Breakdown, wann liege ich das nächste Mal auf dem Boden. Ein ziemlich kranker Gemütszustand, wenn man denkt, man geht es einem besser oder man ist erleichtert, wenn all diese Dinge halt nicht mehr wären. Es ist ja nicht mal so, dass man Sehnsucht hat, irgendwie abzugehen. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Sondern man hat eher... Man gibt's auf. Ja. Man gibt einfach auf. Ja. In dem Moment, also wie gesagt, ich habe diese, also eine ganz extreme Situation habe ich ein einziges Mal gehabt, so. Zum Glück, nicht öfter. Aber da, ich habe einfach aufgegeben, so. Ich habe abgeschlossen mit der ganzen Situation. Ich habe gesagt, okay, alles klar, ich bleibe jetzt einfach hier liegen, ich sterbe jetzt einfach. Was hat dich rausgeholt? Irgendwann habe ich Dings, ich habe meine Mutter einfach irgendwie dann geschafft, irgendwann anzurufen, so. Und dann ist meine Mutter zu mir gekommen, so okay. In die Wohnung damals. Ich sehe schwierig, dass wenn jemand eben diesen Anschluss nicht hat. Ne? Sozialen Anschluss mit Familie, meinst du? Ja, also wenn gerade dieser Breakdown da ist, wie ja. Du gesagt hast, was holt dich dann in dem Moment raus? Ne? Also es gar gibt nicht. Viele, ich habe öfter gehört, wenn jemand Selbstmordgedanken hatte, dass er gesagt hat, ey, ich kann es meiner Mutter nicht antun. Ne? Das ist halt wirklich ein der einzige Schritt, der sie davon abgehalten hat. Halt, ne? So. Und deswegen ist vielleicht das Verbinden so wichtig. Ich habe dich jetzt öfter gefragt, so was die Intention ist halt, ne? Und du hast öfter das Alleinsein angesprochen. Und eins der wichtigen Sachen, der wichtigsten Sachen, glaube ich, sogar in der Musik ist halt das Connecten, dieses Musik verbindet halt, ja, ne? Voll. Und wenn du sagst, dass dir in wichtigen Momenten vielleicht der Anschluss da gefehlt hat, und dann was bedeutet dir eine Nachricht, wenn dir jemand dann sowas schreibt, dass er genau. Es ist dann dir wertvoller, weil deine Musik ist ja null kommerziell ausgerichtet, ne? Für mich ist es wirklich das Größte. Wenn das Problem ist auch, aber was heißt das Problem? Nee, dass du jemanden erreicht hast. Ich kann nicht jeden antworten, so. Ich kann der ganzen Sache nicht gerecht werden, so. Ich kriege so viele Nachrichten von Leuten, die mir sagen, dass sie, ich bin gerade in Therapie, du hilfst mir gerade mit deiner Musik durch die Therapie, ich sitze gerade im Knast, so, du hilfst mir mit deiner Musik durch den Knast. Mein bester Freund hat sich erhangen oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen halt so. Wie oft ich solche Nachrichten bekomme, einfach so. Ich kann nicht auf alle antworten, so. Das Problem ist natürlich auch an der ganzen Sache, wenn ich zu viel dann davon an mich ranlasse, so, dann werde ich der Mülleimer, der mein Psychologe ist von mir, weißt du? So, das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich sehe alles, ich lese alles und ich probiere auch irgendwie darauf irgendeine Reaktion zu geben oder sonst irgendwas, aber ich kann darauf nicht ausführlich antworten oder damit richtig stark interagieren oder sonst irgendwas. Das ist nicht, das ist auch nicht meine Aufgabe, denke ich so. Meine Aufgabe ist bis dahin erfüllt, jemandem zu sagen, einfach, du bist nicht alleine. Wenn du Hilfe brauchst, suchst du Hilfe. So, ich bin dafür nicht ausgebildet. Ich habe davon keine Planung. Ich mach das halb in Selbsttherapie oder halb in den Zeitraum, wo ich dann halb auch selber in ambulanter Therapie gewesen bin. So. Also das heißt, man kann gar nicht in dem Sinne connecten, dass du gar nicht robuster genug dafür bist, wenn jemand anderes sich dir öffnet, empfindest du es als negativ? Ist es dann eher das Feeling, oh, er lädt seinen seelischen Müll bei mir ab? Oder nein, das ist es nicht. Wenn es eine zwischenmenschliche Begegnung ist und jemand redet mit mir darüber, dann kann ich damit anders umgehen. So. Aber ich krieg so viele Nachrichten, Alter. Es ist einfach too much. Es ist too much. Okay. Es ist too much. Und wenn es dann auch wirklich so Sachen sind, die wirklich so brutal tief gehen, so, dann ist es. Dann habe ich habe da teilweise Nachrichten so, wo Leute mir Nachrichten schreiben, zum Beispiel bei Instagram. So, bevor diese Menschen geschrieben haben, wusste ich nicht, dass es ein Zeichenlimit bei Instagram-Nachrichten gibt. So, weil die dann wirklich 3 oder 4 Nachrichten nacheinander schreiben müssen, um dich mir mitzuteilen. Und es tut mir natürlich auch immer leid, dass ich mir da nicht so viel, so, weißt du, am liebsten direkt anrufen, so, yo, was geht, bla, dies, das, so quatschen, so. Aber das kannst du nicht machen, Alter. Das geht nicht, das funktioniert nicht. So, dann bist du da jede Woche mit 3 verwirrten Seelen. Ich zähle mich selber auch als verwirrte Seele, ne? Mit 3 verwirrten Seelen am Telefonieren und machen und tun, Alter. Und das werden ja dann immer mehr. Es werden ja immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ist eigentlich voll schwierig. Ich versuche mich da hinein zu versetzen, weil einerseits will man jemanden erreichen und auf der Ebene connecten und sagen, ey, du bist nicht allein, ich fühle auch denselben Schmerz. Andererseits, wenn du das dann durch so eine Art Selbsttherapie auch hinauslässt und andere das Empfinden auch nachempfinden können und die dann schreiben, aber es dann too much wird halt, ne, dass die dann sagen halt, ey, es kommt schon eine Interaktion, so, dass ich mich dann irgendwie
dass ich jemandem viel Kraft wünsche oder Energie oder alles Gute oder sowas, das ist schon so. Aber ich, das, so, Bro, was soll ich machen, Alter? So, soll ich mich jetzt da wirklich dann stundenlang hinsetzen und mit jedem Einzelnen dann immer tiefgründige Gespräche führen, Alter? Und das machst du dann nicht nur einmal am Tag, das machst du dann zweimal am Tag oder dann irgendwann, keine Ahnung, fünfmal die Woche oder was weiß ich, wie oft so. Digga, das fickt dann, das fickt dich selber dann auch irgendwann so. Das geht einfach nicht so. Das ist zu viel Last, die du dir dann einfach von anderen Leuten auf deine Schultern legst und dir denkst so, boah, geil, jetzt habe ich die Verantwortung dafür, dass er damit irgendwie anständig umgehen kann, weil wenn ich ihm jetzt keinen anständigen Rat gebe, so, dann bin ich der Buhmann. So, das ist so, weißt du, was ich meine? So, das ist so ein bisschen, ja. Schwierig voll, also ich weiß gar nicht, das dreht sich dann ja halt auch. Befeuert, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, kräftigt es, unterstützt es, wenn jetzt zu viele, sagen wir mal, da kommen mehrere depressive Menschen auf einen Haufen, ziehen die sich nicht gegenseitig alle runter? Ich weiß nicht, sorry, ich muss mich kurz ausziehen. Ja, easy. Wenn man sich austauschen kann, glaube ich, ist das schon mal generell was Gutes so. Man darf natürlich nicht zu viel negativ dann an sich irgendwie überschwappen lassen, so auf sein eigenes Gemütsleben so. Und man muss halt probieren, aus den Fehlern oder aus den Problemen anderer zu lernen. Fehler ist jetzt ein bisschen vage ausgedrückt. Das ist kein Fehler, was der andere hat, sondern ein Problem. Aus dem Problem von den anderen Leuten halt irgendwie versuchen, daraus zu lernen und irgendwie zu wissen, wie man dann vielleicht in bestimmten Situationen mit bestimmten Sachen halt umgehen kann. So. Aber ansonsten kann bestimmt auch nach hinten losgehen, hatte ich bis jetzt noch nicht die Situation. Okay, also dann tut es doch gut, wenn man eher Gleichgesinnte trifft, Gesprächspartner mit ähnlichen Erfahrungen. Es kann eher aufbauend sein, als dass es runterzieht. Tut gut, ja. Ich denke schon, auf jeden Fall. Man sollte sich natürlich nicht nur mit Leuten umgeben, die dann halt das gleiche Problem haben, sondern auch mit Leuten, die halt ein bisschen bessere Laune haben, durchgehen und halt ein bisschen besseres Verhältnis zu sich und seiner emotionalen Welt haben. So. Aber sich auszutauschen mit Gleichgesinnten ist, glaube ich, sehr wichtig. Wenn ich mir so versuche, den Werdegang vor Augen zu halten, so klingt es ja schon so eher, dass alles sehr negativ begonnen hat. Halt, ne? Die Anfänge wirken sehr düster, dunkel, traurig, negativ im größten Sinne so. Endet aber gut, du bist zufrieden jetzt, ne? Du sagst, du lebst gut, isst gut, bist mit stabilen Freundeskreis, ne? So, ja. Du bist überwiegend zufrieden. Überwiegend bin ich zufrieden, ja, ich denke schon. Wie kannst du das vom Regen in die Traufe, von After the Rain comes the Sunshine, wie ist der Weg gewesen? Wie kriegt man diesen Übergang hin aus so einer dunklen Welt, mehr Licht in sein Leben zu bringen? Was sollte ich denn machen so? Ich meine, mir blieb ja nichts anderes übrig so. Ich hätte jetzt entweder weitermachen können, so wie ich es die ganze Zeit gemacht habe und habe halb gehustelt, Musik gemacht, kein Geld verdient damit wirklich so und ich konnte mich ja nicht selbst finanzieren, auch nicht mit der Musik so, egal was ich halt auch gemacht habe so. Ich habe dann mit Anfang 30 habe ich überlegt, so, okay, was will ich machen so? Ich habe mit Anfang 20 habe ich mal eine Informatikausbildung angefangen gehabt, die habe ich aufgrund der Psychose abgebrochen gehabt. Hab dann zwischendurch, wie es so viele Berliner gemacht haben, dann halt so Sicherheitsdienst, Scheiße 34a, Waffensachkunde und sowas alles gemacht. Hab da ein bisschen gearbeitet, so, das war keine Erfüllung für mich, so, wie gesagt, Musik ist nebenbei die ganze Zeit immer irgendwie gelaufen, aber da war auch irgendwie, halt, ich konnte mich halt auch selber nicht so krass vermarkten, so, und das ist halt auch immer so ein bisschen problematisch gewesen, halt durch die Krankheit auch so, oder durch die Phase, durch die ich halt durchgegangen bin, so. Weil diese Psychose-Scheiße, so, damit werde ich bis an meinem Lebensende, so, psychosomatische Krankheiten, so, da, so, du kannst mit lernen, damit umzugehen, so, lernen, damit zu leben, so, aber du wirst ja nie wieder los. Und zu dem Zeitraum, so, ich habe keine Möglichkeit gehabt, wie soll ich mich denn selbstständig machen und so, wem soll ich denn irgendwelche Sachen in die Hand geben, so, mit mir konnte man gar nicht richtig arbeiten. So, es ist heute immer noch so, dass ich sage, so, ich bin zu gefährlich teilweise, um mit mir ein großes Business, was Musik aufbauen geht und sowas alles. Ich bin zu gefährlich, ich bin zu unberechenbar, so was das betrifft. So. Also ich traue es mir selber zwar zu, aber ich habe zu viel Angst davor, dass irgendwelche anderen Faktoren, was ich vorhin auch gemeint habe, so, dass irgendwas dann wieder da reinspielt so, und irgendjemand unter meinen Problemen, die ich habe, leidet.
So. Wie ich jetzt aber dazu gekommen bin, dass es mir so gut geht, ist halt, wie gesagt, ich habe dann halt die Therapie gemacht, bin dadurch, habe mich halt ein bisschen ausprobiert, so habe geschaut, wo kann es hingehen, so, und dann mit Anfang 30 habe ich einfach gesagt, okay, alles klar, ich habe meine Informatiker-Ausbildung angefangen gehabt, ich gehe wieder in die Informatik. Und dann habe ich da einfach nochmal eine Ausbildung gemacht und arbeite jetzt seit über 3 Jahren dann halb auch als Informatiker noch. Das hat dir eine gewisse Stabilität da noch gegeben? Voll, ich verdiene mein Geld so, ich kann alle meine Rechnungen gut bezahlen so, ich brauche mir da halt keinen Stress machen. Kannst freie Mucke machen auch. Kann freie Musik machen jetzt und so, das ist wichtig halt. Was du gerade angesprochen hast, dass du dir Sorgen machst, dass andere in deinem Umfeld vielleicht drunter leiden oder so, dass du da sehr viele Gedanken zu hast und Sorgen machst deshalb. Jetzt hast du ja viel Erfahrung, musikalisch ist, blicken wir auf den Werdegang über 20 Jahre zurück halt, ne? Viel Solo, aber auch viel Gruppending, so, ne? Ja. Wir haben also Rocco Panzer als Solo-Artist, aber auch Teil von 41 Beat-Fanatiker, Hirntod. Siehst du dich mehr als Solokünstler oder Teamplayer? Was ist dir lieber? Ich sehe mich schon als Teamplayer, bin aber gerne selbst dafür verantwortlich, was wie wo passiert. So, somit bin ich nicht unter Druck gesetzt und kann besser entscheiden. In gewissen Situationen, manche Sachen kann ich eben nicht alleine machen. Ich bin ein MC. So, ich habe keine Ahnung vom Aufnehmen. Ich habe keine Ahnung vom Beats produzieren. Ich habe keine Ahnung vom Videos editieren, aufnehmen, schneiden, irgendwas. Ich habe keinen Plan. Digga, gib mir einen scheiß Beat, Alter. Ich sag dir, auf den habe ich Bock und dann schreibe ich da drauf und dann nehme ich auf. Ich Kontakte zählen, so, das war's. Deswegen bin ich ja auch auf andere Leute angewiesen, so. Das gebe ich ja auch gerne ab und hol mir dann auch gerne diese Hilfe. Es ist nicht gezwungenermaßen, dass ich ein Teamplayer bin. Ich mag es gerne, um mich herum Leute zu haben, auf die ich mich verlassen kann. Und ich probiere halt auch immer, das möglich zu machen, dass die Leute sich auch auf mich verlassen können. So. Es gibt aber natürlich auch Situationen, jetzt zum Beispiel bei Hirntod, da gibt es natürlich auch so eine Situation, ein Blockmonster, der macht halt nichts anderes als Musik. Das ist seine Geldeinnahmequelle. Damit finanziert er sein Leben. So. Wenn ich jetzt nicht funktioniere, wie es sein muss für ein Projekt, wo ich mit eingespannt bin, so, dann setzt mich das unter Druck, weil ich spiele mit seinem Geld. So. Wenn dann ein Gruppenprojekt zum Beispiel nicht fertig gemacht werden kann, aufgrund dessen, weil es mir schlecht geht oder ich gerade psychisch dafür vielleicht gerade nicht in der Lage bin oder gerade nicht diesen Workflow habe, so, weil ich durch irgendeinen Einfluss vielleicht gerade eine depressive Phase habe, dann leidet er darunter. Und darunter leide ich dann auch nochmal mehr, weil seine finanzielle Abhängigkeit von der Sache wird von mir ins Ungleichgewicht gebracht. Und das macht mir so viel Druck und da mache ich mir so viel Vorwürfe, dass ich in eine Abwärtsspirale reinkomme. Deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass ich mich ein bisschen distanziere und mehr dafür verantwortlich bin, was ich mache, und andere Leute um mich herum natürlich sich darauf verlassen können, wenn sie sagen, hey, wir brauchen dich jetzt dafür oder wollen wir das und das Projekt machen, so, das dann heißt halt, okay, das kann halt ein bisschen länger dauern, so, unter Umständen. Kann in einer Woche fertig sein, kann aber auch in einem halben Jahr fertig sein, so. Und das ist es so, diese Unberechenbarkeit meines Kopfes einfach. Krass, krass selbstreflektiert fühlt sich das an halt. Hat mich auch ein paar Jahre gekostet. Ja, gedauert. Okay, konntest du vielleicht anfangs nicht, konnte man vielleicht nicht die Dreh- und Angelpunkte herausfinden, woran es dann hapert, denn als Konsument, ich fand halt die Konstellation, also Nils Schwarz, Block und du halt, ne, so das, ich glaube jetzt auch erfolgstechnisch hat es doch, wie viel, ich gab Platz 8 Alben, 10 oder, also auf jeden Fall in der Top 10, ne, zweimal sogar, glaube ich. Ja, wir haben mehrfach auf jeden Fall, ja, ne. Ja, also wenn wir es wollen, dann kriegen wir eigentlich jedes Ding auf jeden Fall in die Charts, irgendwo in die Top 20 wenigstens so. Kann man denn dann nicht daran rumschrauben, dass diese Konstellation weiterhin funktioniert oder generell als... Die Konstellation funktioniert ja so. Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt getrennt haben oder sonst irgendwas. Ich meine ja auch jetzt, dass man sagt halt, dass du... Also es benötigt ja dann doch mehr Stabilität deinerseits,
dass man sagt, du musst in den nächsten 3 Monaten am Start sein. Und da fängst du bei mir an. Da fängst du bei mir an auszusetzen. Du musst. Okay. Du musst. Du kannst dich nicht committen. Wir haben diese Dings. Ich kann, es funktioniert nicht so. Ich habe Dings so. Oh, ich habe meinen Vertriebsdeal bei Distri. Ich habe meinen Verlagsdeal bei Sony. Aber diesen Major-Deal, den wir halb hatten, so, wir waren ja auch bei Chapter. Mhm. Wir waren ja bei Chapter One. So, das ist ja nicht das Ding gewesen so. Aber die Art und Weise, wie dort gearbeitet wurde oder gearbeitet wird, das ist nicht das, was ich mit meinem Kopf, das kann ich nicht vereinbaren so. Das funktioniert nicht so. Das sind gewisse Regeln, an die sich gehalten werden muss. Dann fangen auf einmal an, irgendwie mehrere Leute an irgendwelchen Sachen rumzuschreiben. Das bin ich nicht, Alter. Hab Sachen fertig und Sachen müssen umgeschrieben werden, damit die passen. Damit die besser sich irgendwie so ein bisschen so mehr so anpassen halt an diesen ganzen Kosmos und so industriell ein bisschen mehr geformt und Digga, nein, Alter, ich kann nicht so. Das gucke ich mir 1 Jahr an, das gucke ich mir 2 Jahre an und am 3. Jahr habe ich mir gedacht, Alter, ich kann nicht mehr, Alter. Ich bin gefickt. Ich habe einfach 2 Jahre habe ich nichts geschrieben gehabt, deswegen fast. Voll krass, wie die Perspektive, dass sie so unterschiedlich sind, weil wenn mich jetzt einer gefragt hätte, vor diesem Gespräch, würde ich immer sagen mit dir, ich würde auf Asservatenkammer verweisen oder auf 8-Spur und sagen, die Zusammenarbeit mit dir läuft reibungslos. Die Zusammenarbeit mit mir läuft auch reibungslos, wenn ich selber bestimmen kann, was, wie, wo, wann. So, wenn dann aber auf einmal eine Industrie dahinter hängt, die sagt, ey, sind Gelder. Wann werden die eingespielt? Wir haben Termine. Wann werden die Termine wahrgenommen? So kannst du aber nicht zu dem Termin gehen. Mach mal das, das, das und das. Zieh dich mal um oder schreib mal was anderes oder diese Songs können wir nicht nehmen oder das. So, Digga, ich kann so nicht arbeiten, Alter. Okay, dann muss es ja gar kein Gruppenprojekt sein. Das kann ja dann auch bei einem Soloprojekt scheitern. Also das heißt, wenn du ja, jetzt... ganz viel Geld in die nächsten 3 Rako-Alben investieren, aber dann musst du auch jedes halbe Jahr abliefern. Dann fängst du wieder an, Druck, Mach ich nicht. Würde ich nicht machen, glaube ich, Alter. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich gebe dir jetzt 150.000, Alter, für die nächsten 2 Alben so oder so, mach ich nicht, Alter. Krass. Würde ich nicht annehmen. Hätte ich keinen Bock drauf. Nein, auf gar keinen Fall, Alter. Scheiß mal auf dieses Geld, Alter. Bro, Alter. Ich bitte dich. Gib mir 5.000 Euro Vorschuss, Alter, das ist mir schon zu viel, Alter, weil ich dann schon wieder kopfgefickt bin, Alter. Krass. Meisten Rapper würden erstmal zulangen und sagen, ja, ich liefere ab. Ja, sollen die machen, Alter. Ja, ja. Sollen sie sich alle schön selbst alle ficken, wenn sie, oder wenn sie es schaffen, umso besser. Du weißt doch, ich gönne jedem. Erstmal Auto kaufen, Uhr kaufen und dann. Ich gönne jedem. Die sollen alle Millionäre werden, sollen alle machen, was sie wollen. Alles cool, Alter. Ich gönne es jedem. Aber ich bin da raus. Aus dieser komischen Hamsterradmaschinerie, ich hab da keinen Bock drauf, Alter. Das fickt nur mein Leben, das fickt meine Psyche so und darauf habe ich keinen Turn. Ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Hast du es mal gehört? Ja, aber der ist gut. Da bin ich raus, Alter. Ja, krass, ey. Ja, lieber frei entfalten. Was brauchst du, um frei Musik machen zu können? Was ist für dich ein gutes Ambiente? Was benötigst du? Ich brauche eigentlich nicht viel, außer ein Beat, der mir eine bestimmte Emotion gibt. Mehr brauche ich nicht. Vielleicht ein bisschen Ruhe. Okay. Vielleicht mal sitzen auf dem Balkon. Vielleicht auch einfach mal sitzen auf der Couch im Wohnzimmer. Aber einfach nur ein Beat, der mir eine bestimmte Emotion gibt. Es gibt so viele Beats, die ich geil finde, aber ich kann sie nicht rappen, weil sie haben mir in dem ersten Moment, wo ich diesen Beat angemacht habe, hat er mir keine Emotion gegeben. Kein Gefühl. Und bei mir ist es halt ganz oft dieses... Entweder dieses richtige Zerficker-Ding, wo ich mir denke, so, boah, Digga, Alter, darauf zerfick ich jetzt komplett, Alter. Oder halt dieses emotionale, depressive, sowas. Es ist immer rau, hart, wie ich vorhin schon beschrieben habe, so, was mag Rako an positiver Musik? Gibt es einen Song, kann ja gar nicht dann von dir sein, sondern irgendein Song, der dir selber gefällt? Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie du einen fröhlichen Song feierst. Waren wir zusammen irgendwann mal im Club und haben hast du gute Laune? Wo hast du so genau das Gegenteil von Cagefight? Chain hang long. Ich
keine Ahnung, Digga, Alter. Gibt es keinen fröhlichen Song, den du magst? Ich weiß es nicht, Alter. Master P, Ice Cream Man. Mr. Ice Cream Man. Before you jump in the game. Ist doch voll fröhlich, oder? Ist doch voll fröhlich, das war so wie der Bilder, da so die Emotionen, die gehen wird, ist geil. Mr. Ice Cream Man. Also dieser Sound vom Ice Cream Truck. Oder ich hab keine Ahnung. Weckt natürlich frohe Emotionen. Hab ich nicht, Alter. Candy Shop? Hä? Candy Shop? Candy Shop? Ja. Den magst du? Ja. Wie hieß der Song von Dings von Snoop und Pharrell? Drop It Like It's Hot? Ja, genau. Sowas, ja. Okay. Ist es positiv? Kann man das als positiv werden? Ich empfinde es als cool. Ich auch. Okay. Würde ich als positiv nehmen. Okay, ich wünsche mir auf jeden Fall, das wäre doch ein Überraschungseffekt, von dir einen positiven Song zu hören. Und ich hoffe, das war so ein richtiges Autoverkäuferbild. Was soll ich machen, Alter? Das ist dieses, leck mich am Arsch. Das, was du vorhin meintest, ne? Die Dings nach raus. Dead inside. Ja, stimmt. Ach man, bringst mich aber zum Lachen auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste, Bruder, ganz ehrlich, Alter, ich genieße es ja auch so. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt Dings, Alter, dass ich jetzt den ganzen Tag denke, ich muss mir jetzt den Kopf wegballern oder so, ne? So ist es ja nicht. Ich habe ja auch viel Spaß, viel Freude und so. Aber es ist halt wirklich so, die Leute müssen mehr den Wert des Lebens schätzen. Das klingt so abgedroschen, aber wirklich schätzt mehr den Wert des Lebens. Schätzt Freunde, schätzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Macht was Positives aus eurem Leben. So jeder da draußen oder jeder, ich wage jeder da draußen hat Scheiße gefressen, hat Scheißsituationen, Scheißmomente gehabt in seinem Leben. Und Bruder, ich habe als kleiner Junge auf der Straße auf die Fresse gekriegt von meinen eigenen Leuten, Alter. Ich habe zu Hause von meinem Vater auf die Fresse bekommen, Alter, der mich eigentlich lieben sollte. So, ich habe einen Song geschrieben gehabt, jetzt Dings, den hast du auch gehört gehabt. Also der ist nicht auf dem Ding, auf den neuen Teil kommt er. So, ich musste früh lernen zu hassen, was ich eigentlich lieben sollte. So, das ist 100% real. So, aber es gibt Leute, denen geht es verdammt nochmal schlechter als mir. Ich habe mich vor meiner Psychologin hingesetzt und habe sie gefragt, ob ich mich deswegen schämen muss dafür, dass ich mich hochziehe an den Leid anderer Menschen. Und sie hat gesagt, nein, Tolga, es ist normal, es ist vollkommen normal. Es gibt Leute, denen geht es einfach verdammt nochmal schlechter als mir. Ich bin kein Vergewaltigungsopfer. Ich habe noch alle meine Hände, alle meine Füße, Zehen. Ich kann atmen, laufen, arbeiten, sehen, hören, schmecken. Durch diese ganze durch diese ganze Scheiße, durch diesen ganzen Stress auch, durch diese ganze Industriekacke und sowas alles, Digga. Ich habe einfach seit 3 Jahren habe ich einen Tinnitus auf dem linken Ohr. Oh, dadurch? Psychosomatisch. Oh, psychosomatische Krankheiten, Digga. Aber mir geht's gut. Gottverdammte Scheiße, mir geht's gut. Ich kann hier mit euch sitzen, so, ich kann hier mit dir sitzen, wir können Tee trinken, quatschen. Und wir können arbeiten, wir können einfach was leisten, wir können den Leuten was hinterlassen. So. Für mich ist nicht das Wichtige daran, irgendwie viel Geld zu verdienen mit meiner Musik. Natürlich ist es schön, wenn ich Geld damit verdienen kann. So. Und es gibt natürlich einen auch nochmal mehr Motivation und eine andere Art und Weise von Motivation. Aber im erster Linie geht es mir darum, meine Scheiße loszuwerden, meinen Seelenheil damit zu kriegen, irgendwie meine Seele irgendwie reinzuwaschen, Leuten was mitzugeben und ganz wichtig, so viel wie möglich zu hinterlassen einfach. Ich höre ja auch raus oft, ne? Die Einstellung ist ja schon da, ne? Also das mit dem positiven Mindset und dass man so viel daraus machen kann halt, ne? Und dass du ja aus der Dunkelheit schon, also dass du schon angekommen bist eigentlich auf der guten Seite, ne? So. Deswegen, wie weit ist denn noch der Schritt dann dahin? Mir kommt es dann wirklich halt vor, also es ist für dich schwierig, einen positiven Song zu machen halt. Die positiven, mir kommt so vor, als ob du negative Gefühle und Emotionen leicht ausdrücken kannst. Die schüttelst Probleme. Du aus dem... Ja, wenn ich kenne nicht anders. Die Hauptteil meines Lebens habe ich damit verbracht. Meine ich ja. Ich habe damit 30 Jahre locker verbracht, um negative Scheiße in mir hochkommen zu lassen und Dreck zu fressen. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, wenn wir jetzt einen Beat anspielen würden und einen schönen, düsteren, dunklen, harten Beat, so würdest du einen 16 aus dem Ärmel schütteln. Wie ich dich kenne, so, das wird keine halbe Stunde dauern. Vorgestern war ich im Studio mit einem Kollegen, mit Kerker.
Und ich sollte eigentlich den Song schon geschrieben haben, meinen Part, habe aber den Song noch nicht geschrieben gehabt, bin mit ihnen ins Studio gegangen und ich habe eine halbe Stunde gebraucht ungefähr. Und das ist ein Bretterpart, Alter. Flow-Variation, Trippeln, Alter. Alles ich rede nicht vom Handwerk an sich, das ist klar. Auch vom Inhalt her. Aber wenn ich dich jetzt hinterlassen würde mit einem positiven, mit einem fröhlichen Beat und sagen, bring mal ein gutes, positives Gefühl rüber. Ich glaube, da hättest du ein bisschen was zu knabbern. Da hätte ich ein Problem mit, ja, weil das ist nicht meine Comfortzone, ne? Mhm. Das ist nicht meine Routine. So, es ist nicht das, so, wo ich dieses Gefühl für habe. So, das ist nicht mein Mojo. Das ist nicht das, meine Muse kommt woanders her. Meine Muse kommt aus Trauer, meine Muse kommt aus Verzweiflung, aus Angst, aus Negativität. Hat das nicht aber einen gewissen Anreiz, aus der Comfortzone auszutreten und vielleicht was Neues zu wagen? Siehst du es nicht als eine Art Herausforderung? Musikalisch gesehen ist es für mich nicht das Ding so. Privat, persönlich gesehen, ist es schon so. Sachen ausprobieren. Ich bin jemand, der sagt, wenn du es nicht versucht hast, kannst du nicht sagen, ob es gut war. Oder ob es dir gefällt oder ob es dir was gebracht hat oder ob du dein Mindset dadurch irgendwie erweitern konntest oder sonst irgendwas. Versuch es wenigstens, ohne alles immer gleich erstmal abzuwenden. So. Hast du einen unreleased positiven Track, der dir nicht gefallen hat? Dass du irgendwann mal das versucht hast und gesagt hast, ey, nee, das bin nicht ich oder was denken denn die Leute von mir? Nee, gar nicht. Nee, sowas gab's nicht. Gar nicht. Also wenn du denkst, positives... Nein, gibt's nicht. Ansatzweise positiv sind diese bisschen so in Party-Richtung gehenden Songs, die ich damals mal gemacht habe. So, das ist so, ich glaube, das Positivste, was es gibt. Oder halt, wie gesagt, so 2-3 Love-Songs mäßig, so, die ich mal gemacht habe. Das ist auch so positiv, weil ich dann habe positive Emotionen, Liebe. Ja, ich meine, also nicht so gute Laune allein schon, ist okay. Das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ich aber schon. Alter, du habe ich mal einen Song aufgenommen, der heißt Tanz den Panzer. Voll geil, Alter. Der Tanz den Panzer. Und da bleib ich aber auch darüber, wie ich denk's, auf einer Hausparty. Ein Fahrrad vom Balkon auf irgendeinen Kopf raufschmeißen von mir. Also, Tanz im Panzer mit Vulkanmatador abchecken. Rako, mach mal einen positiven Song. Ich schmeiß ein Fahrrad auf den Kopf. Ja, ist so. Bro, was soll ich machen, Alter? Gute Laune, Alter. Okay, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Es war nur ein Fahrrad. Ja, natürlich. Hätte ein Panzer sein können. Genau. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei und hoffe, es dauert nicht mehr lange und es wird früher oder später einen positiven Song geben. Ja, ja, okay. Ja. Mal gucken, inwiefern. Toi, toi, toi. Dreimal auf Holz, Alter, dann wird bestimmt irgendwas passieren. Okay. Also, ich bin ja noch lange nicht fertig, ne? Yeah. Hip-Hop ist mich ja noch lange nicht los. Ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie so ein Schalter ist, den man an- und ausmachen kann. Oder wo ich mir denke, so, jetzt funktioniert es nicht mit dem Rappen, jetzt verdiene ich kein Geld mehr, jetzt höre ich auf zu rappen. Ist ja bei mir nicht so. Okay. Der Hip-Hop, Alter. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und es geht halt nicht nur darum. Und, genau, das ist es. Genau, das ist es, Alter. Und mit den richtigen Leuten connecten. Ich denke halt, dass es ein gutes Beispiel ist für die Leute, die noch im Loch auf jeden Fall sind, dass man da auch rauskommen kann, ne? Safe. Das ist halt safe. Nichts, was für immer so bleibt. Es ist einfach nur ein temporärer Zustand ist halt, ne? So. Wenn man sich gut reflektiert und probiert, sich gut zu positionieren, so, dann schafft man das. Dann schafft man das auf jeden Fall. Man darf sich einfach nur nicht selber hängen lassen. So. Mhm. Und wenn man Hilfe braucht, dann muss man sich die Hilfe holen. Das ist vollkommen legitim. Wenn du einen Schnupfen hast oder wenn du krank wirst, so, dann gehst du zum Arzt. Wenn du dir das Bein brichst oder so, dann gehst du zum Arzt. Und wenn deine Seele gebrochen ist oder deine Seele krank ist, dann geh einfach zum Arzt. Mhm. So. Es ist nichts dabei. Ist alles in Ordnung. Das ist doch eine super Message, dass man mit der kämpferischen Attitude da rauskommt und dass es Wege daraus gibt, die sollte man wahrnehmen. Safe. Und man ist auf jeden Fall nicht allein bei der Sache. Genau, ne? So sieht's aus. Auf jeden Fall. Sehr krasses, intensives, deepes Gespräch. Obwohl wir schon so lange kennen, habe ich so viele neue Sachen erfahren. Du hast dem Format alle Ehre gemacht. Wirklich echt, da geht's nicht. Vielen Dank dafür. Jetzt seid ihr dran, Alter. Rako Panzer, Tier zu dem Star, Top Tier Germany, echt, da geht's nicht.